Ah, naja, Versuch. So, okay. Stream Start. Guten Abend alle zusammen. Ja, jetzt hoffe ich, dass wir nicht mehr pixeln. Da. Ich mach mal wieder Action. Hey! Action, Action. Ja, hallo. Aller guten Dinge sind drei. Jetzt drückt mir die Daumen, dass das nicht mehr. Also es lädt zumindest nicht mehr in meinem kleinen Fenster. Es ist bei Oh, ist mir auch nicht alles mehr flüssig. verpixelt. Ist nicht mehr verpixelt? Wenn du dich zu schnell bewegst, ja, aber so, wenn du dich normal bewegst, dann nicht. Gut, dann laufen wir in Zeitlupe heute. Ja. Ich sagte normal, nicht Zeitlupe. Wenn ich so gucke, bin ich dann auch verpixelt. Schaut mir in die Augen. Guck. So. Jetzt möchte ich euer Feedback hören, Gucci und Blue Space. Alles gut? Können wir loslegen? Also ich krieg auch keine Meldung hier mehr rein. Vielleicht hat's jetzt geklappt. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal ganz frech mal den Dings anmachen. Ob er dann immer noch rummeckert, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Shader drin habe. Er ist lädt. Okay, jetzt habe ich einen Shader drin. Gut, gut. La 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 la. Also wie gesagt, langsam. Gut, Gucci sagt alles gut. Keine Pixel mehr, gar nichts mehr. Beim Shader kann ich nicht sagen, da hängt noch der Stream etwas hinterher. Ja. Gesagt, ich hüpfe jetzt hier mal eine Weile um Rio rum. Okay. Ja, manchmal braucht es halt ein paar Anläufe. Ist ja nicht weiter Ah, dramatisch. jetzt. Ja, Wichtig ist ist gut. ja, dass es funktioniert und dass wir morgen in 12 Pixeler keine Probleme haben. Und es kann losgehen. Super, sagt Blue Space. Sehr schön. Yay. Gut. Da, jetzt drehe ich mich erstmal um. Den Shader mache ich eh gleich wieder aus, weil denn haben wir ein bisschen mehr Ressourcen hier. Also, passt auf, es gibt nämlich Neuigkeiten. Also, Folgendes könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also alle, die jetzt schon mal sowieso auf dem Server sind. Und zwar, wir haben es Tatsache geschafft, das Problem mit dem Nether zu fixen. Das heißt, ein bisschen Geduld müsst ihr leider noch haben. Genau. Hallo, Biggie, Meket. Ein fröhliches Mio. Also, wie gesagt, folgendes. Mit dem Nether, wie gesagt, das haben wir gefixt. Das heißt, ihr werdet also den Nether so kriegen, wie wir uns den vorgestellt haben. Mit allen Schikanen sind also jetzt für Bedrock und Java-Spieler zugänglich dann, ja. Aber ihr müsst noch ein bisschen warten, weil wir wollen vorher noch den Server umziehen lassen. Und dann werden wir das quasi im Rahmen eines Events machen. Alle zusammen den Nether eröffnen. Da kommt dann noch eine große Ankündigung. Genau. Genau, das ist immer ein bisschen unscharf wegen dem Nebel, weil das ist der BSL. Ich kann euch ja mal den Kontrast zeigen, wenn ich den anderen drin habe. Wartet mal, zeige ich euch mal. Es ist so einen Ich leichten stell mal Nebeleffekt um. hat's Also drin. der BSL hat immer so einen leichten Nebeleffekt. Und wenn ich jetzt mit dem Sildur spiele, zum Beispiel, dann werdet ihr von den Farben erschlagen. Warte mal, ich drehe mal die Gamma runter, dann versteht ihr auch so, warum ich momentan versuche, möglichst ohne zu spielen. Also ihr seht, das ist der Sildur. Der ist extra für kleine alte PCs gemacht. Der ist nicht schlecht, aber wie gesagt, die Farben sind sehr intensiv und ich bin immer zu faul, alles einzustellen. Das heißt also, draußen in der Landschaft macht der natürlich ein ganz tolles Bild. Genau wie der BSL, aber wie gesagt, jetzt wenn ich baue oder so, dann mache ich diesen. Und dann ist er aus und dann drehen wir die Gamma hoch, damit ihr was seht und gut ist. Und da seht ihr, glaube ich, am scharfesten. Also wenn ich den aus habe. Und der Trend geht sowieso eigentlich mittlerweile ohne Shader im Stream zu spielen. Und einen Shader eigentlich nur noch zu nutzen, wenn man zum Beispiel Videos macht oder so. Ne? Also, ich meine, euch stört es ja bei Sweat Pixel auch nicht, weil da habe ich gar keinen Shader erst drinne, weil das ist dann zu viel des Guten für meinen armen PC.
Und da spiele ich generell ohne und habe jetzt überlegt, ich werde hier auch ohne spielen. Ja. Und Momento mache ich das eigentlich auch nur noch selten, weil, wie gesagt, es ist einfach auch augenschonender, sage ich mal so. Und mittlerweile habe ich das so hingekriegt, dass ich auch die roten Schriften da lesen kann. Alles gut. Gucci sagt, jetzt bin ich scharf. Ich habe mich ja noch gar nicht meiner Rüstung entledigt. Wie kannst du das sehen? Okay, ich würde sagen, wir Aber legen los. ja, mit dem Shader bist du schärfer. Ja, mit dem ohne Shader, mit dem ohne Shader, wie meine Kinder mal früher gesagt haben, mit ohne, ne? Mit ohne Shader bin ich einfach schärfer. Dann bin ich die Nein, scharfe nein. Bubu. Jo. Mit dem Sildur Mit dem bist du schärfer Sildur. als mit dem BSL. Ja, mit dem BSL verschwimme ich dann in der Landschaft. Also, wie gesagt, ich habe mich einfach dafür entschieden, in der nächsten Zeit ohne zu spielen, weil das für euch einfach auch angenehmer ist, weil mittlerweile, ich sag mal, diese Grafiksachen so weit auseinanderklaffen. Also, ich kann es dann echt nicht eben recht machen. Und dann finde ich das gut. Wir umgehen das Problem und sagen einfach mal, wir Ohne. spielen ab jetzt ohne. Fertig. Braucht Dann eh haben wir die niemand. Diskussion nicht mehr. Also nutze ich den nur noch, weiß ich, wenn ich mein Video mache oder wenn ich halt meine Thumbnails mache. Da finde ich den sehr angenehm, weil das sieht einfach schöner aus halt, ne? Die Ästhetik. Genau. Das ist dann wie ein Kunstwerk, genau. Aber wir spielen ja kein Kunstwerk. Also ich bin ja kein laufendes Kunstwerk oder so. Oh, Okay. ich habe im Singleplayer mal den Nese mal reingeguckt. Mit dem, wie hieß der Shader? Warte. Vision, Grafik. Complementary. Ja. Da gibt es auch so einen wunderschönen Nebel, so ein Dunst macht es. Das sieht. Complementary ist sehr Boah. schön, aber das Problem ist, also was ich habe, das packt mein PC hier nicht. Also da muss ich wirklich dann Ja. den von euch dann hier auf den Tisch stellen und den, wie gesagt, dann einrichten. Und es wird ja jetzt wärmer, das heißt, der Ecki wird irgendwann hier aufschlagen und dann werde ich das mal in Ruhe mit ihm machen. Warst du heute nicht mit Der denen hat mir nämlich unterwegs? versprochen, der olle Professor, dass er mir hilft, da das OBS einzustellen. Auf Wollte jeden Fall, wie gesagt, Ruhe. wichtig ist ja für euch jetzt eigentlich auch nur, ihr wisst, wir haben die Nether-Tatsache gefixt. Das heißt, es wird also keinen reinen Vanilla-Nether geben, sondern es wird genauso schön sein wie die Unterwelt, wie die Oberwelt. Die Unterwelt wird so schön sein wie die Oberwelt. Also aufregend, Abenteuer und etc. Ich will. Das wird aber erst nach dem Umzug auf dem anderen Server stattfinden, ja. Also wie gesagt, wir haben das gefixt mit den Höhen und mit der Sichtbarkeit und mit dem ganzen Gedöns da drin. Also es hat gestern funktioniert, wir haben es ausprobiert, es läuft wundervoll. Mit dem End müsst ihr allerdings noch ein bisschen warten, weil das ist ein bisschen anders gelagert. Dann kann es sein, dass wir eine Alternative suchen müssen. Wenn es die überhaupt gibt oder uns was überlegen. Also da wird uns auf jeden Fall noch was einfallen, weil natürlich auch das End soll natürlich für euch Abenteuer, Spaß, Fun und Action sein und nicht nur einfach, ich gehe mal einen Drachen töten. Toll. Ja, Langweilig. Ja. darüber wollte ich mit dir eigentlich auch noch vor dem Stream reden, aber da habe ich bemerkt, du warst schon Ja, ich habe zumindest versucht, onzukommen. dran. Oh, ja, eher das. Auf jeden Fall, wie gesagt, also auf das Nether könnt ihr euch jetzt freuen. Also ich sag mal so, wenn jetzt alles gut geht, könnte es sogar um Ostern klappen. Ich weiß es nicht. Also momentan, wie gesagt, zieht erstmal Momentum um. Beim Momentum ist ja ein komplettes freistehendes Ding. Da gibt es auch ein paar Änderungen in Zukunft für mein Team. Die wissen na ja nichts davon. Das werde ich aber den morgen halt verklickern. Also ich denke mal, der wird denen ein bisschen die Kinnlade runterklappern. Aber sie dürfen sich freuen. Ich denke mal, das ist nichts Negatives, aber das geht vor, weil das einfach fertiges Paket ist, wo sich unser Server-Admin halt nicht einlesen muss, sondern er kann quasi alles so, wie es ist, rüberpacken und dann das, was wir meinen, noch dazufügen. So, mal vorsichtig ausgedrückt. Bei dem Community-Server ist das ein bisschen aufwendiger. Weil wir natürlich ja eure Gebäude und alles schützen wollen. Das heißt,
Es wird auf jeden Fall, dürft ihr euch vorbereiten drauf, 1 bis 2 Tage Wartungsarbeiten geben. Die brauchen wir. Das heißt, der Server wird dann für 1, 2 Tage off gehen. Aber ich denke mal, da könnt ihr leben mit. Wenn ihr hinterher natürlich Fun und Action habt und alles funktioniert und genauso stabil läuft, wie es hier tut. Also von daher denke ich mal, ist das auch für euch okay und ja, wie gesagt. Und was wichtig ist, denkt dran, am 31. März läuft die Bewerbungsphase für Momentum aus. Wir suchen ja immer noch 3 Spieler. Bis jetzt haben sich gerade mal 2 beworben. Was ist los mit euch? Ihr nervt doch sonst immer, dass ihr mitspielen wollt. Also, ab in den Discord, bewerbt euch. Jetzt habt ihr die Chance, mit uns zusammen zu spielen. Also, wo bleiben eure Bewerbungen? Ja, dich da draußen meine ich. Genau dich da. Ja, grinst nicht. Ich hab's gesehen. Ja. Ja, das musste mal Wo? gesagt werden, weil einige weiß ich, die schreiben nicht, die sagen nichts, die grinsen nur. Erwischt. Okay. Okay. Gut, nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben wir ja hier was zu tun. Und da jetzt alles wieder paletti läuft, würde ich mal davon ausgehen. Ich denke mal, Ton ist okay, Bild ist okay. Wir können loslegen. Rio, ich wollte dich mal was fragen. Komm mal mit. Ja. Also, ich habe ja hier angefangen. Mal dieses um die Ecke. Oh, hier gibt es ja ganz viele von denen jetzt. Also pass mal auf, ich habe ja hier angefangen, warte mal, unterm Baum durch und dann hier hoch. So, hier stehen bleiben. Ja. Ich habe hier angefangen, ja, hast du ja Ja. letztens schon gesehen, mein Rad da und diese komische Ding. Ich hab jetzt überlegt, wäre das nicht sinnvoll, ein Teil im Grunde um das hier auf Stelzen irgendwie zu stellen und Stelzen. dann hinten die Brücke rüber zu machen? Also so ein Gestänge irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Meinst du jetzt das Holz da? Oder was? Nee, ich mein das, wo jetzt dieser Gang drauf ist. Ach so. Das ist ja so der Gang halt, wie so ein, und da kommt ja noch ein Gebäude und von Ja. da geht die Brücke soll dann rüber. Also ich hätte die Brücke gerader und unnatürlicher gebaut. Oh, okay. Unnatürlicher. Ja, Deswegen ist die habe ich ja Brücke gesagt, ich würde halt. am liebsten, warte mal, wir müssen mal hoch. Eine Sekunde, Katze möchte Ja, etwas. ja. Die will raus. Okay. Tschüss, Katze. Würde ich gern, aber das, mein PC macht das nicht mit. Ja, und ich hatte, also ich sag mal so, mein Server-Admin kam auf die glorreiche Idee zu sagen, ich könnte euch ja Bett drauf raufschmeißen. Und da habe ich gesagt, stopp. Weil ich glaube, dann bringt Rio mich um. Und Kenshin gleich noch mit. Also, wenn die jetzt noch Bedrocker-Probleme lösen müssen, dann kriegen die eine Zufälle. Das reicht hier schon auf dem Community-Server. Also, wir belassen das Momentum Tatsache wirklich auf Java, reines Java. Ja? Keine Bedrocker. Nie im Leben. Ja, ich habe schon gesagt, dann beißt du ihm den Kopf ab. Ja. Jam, 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 jam. jam. Also pass auf, hier geht's ja so ein bisschen Aber hoch. da werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige, wo das Und macht. hier ist ja alles gerade, weißt du? Und dann habe ich mir Ja, überlegt, ja. das im Grunde wegzumachen und eine ganz gerade Brücke rüber zu machen. Also richtig, weil das ist ja Technik. Ja, also auf der einen Seite ist es technisch, industriell Steampunk. Und ich finde, so eine natürlich gewachsene Brücke ist zwar schön, aber passt nicht irgendwie. Ich würde lieber hier das ganze Ding wie auf so eine. Ja, am Spawn hat Matze ja auch immer diese ganzen Brücken da gebaut, wo die Loren rüberfahren. Also auch eher sowas in Holz, Metall und sowas und Kupfer und. Weißt du? Ich glaube, das sieht schöner aus. Weil so ist es auch nicht schlecht, aber es ist mir immer noch nicht Steampunk genug. Weil ich will ja hier ganz verrückte Deko ranmachen noch. Ich habe übrigens überlegt, weißt du, wozu ich auch Lust habe, hier noch was hinzubasteln?
Ich bin ja momentan so richtig Hermitcraft infiziert, muss ich dazu gestehen. Also das ist immer ganz schlimm, wenn man Kontakt zu Leuten kriegt, die genau das am Bauen sind, was man so im Kopf hat und das er gerne machen würde. Ich weiß definitiv, ich werde es nicht so gut hinkriegen wie ein Ska oder wie ein ISO, aber also Ska zum Beispiel, der hat eine richtig geile, ja, Eisenbahn im Steampunk gebaut. Also der hat angefangen mit der Lok und dann den nächsten Waggon und dann noch ein Waggon und noch ein Waggon und da sind zum Beispiel Farmen drin versteckt. Aber wir würden natürlich hier keine Farmen bauen, aber man könnte zum Beispiel Häuser da auf die Waggons bauen zum Beispiel. Sowas könnte man machen. Dann Meinst du gibt hier? es, ja, und dann gibt es, hat es gar in der Season 9, also in der neunten Saison, hatte er tatsächlich eine ganze Steampunk-Stadt gebaut. Wahnsinn. Und ISO ist genauso durchgeknallt. Also die bauen so viel Steampunk-Sachen. Und da habe ich auch schon gesehen, also so ganz weit weg bin ich nicht davon. Mir fehlt halt noch so die Finesse. Dieses, ich muss mich trauen, noch bekloppter zu bauen, noch mehr Blockvarianzen zu nehmen, also eigentlich alles wegzuentfremden. Das ist Steampunk. Und hallo, Wusimu. Übrigens, herzlich willkommen auf dem Server. Ich habe gesehen, hast dich Also, geweitlistet. für mich ist Teampark industriell und sehr, sehr, sehr viele Zahnräder und Rohre. Ja, Das ist für mich deswegen. Steampunk. Ja, deswegen. Und ich bin ja schon stolz, dass ich schon mal ein rundes Geschoss dahin gekriegt habe. Weißt du? Erst Aber warum da. aus Koppel? Ich weiß nicht. Warum nicht aus Kupfer? Ja, habe ich auch schon überlegt. Vielleicht, weil es ein Versuch war, rund zu bauen. Ich habe auch schon überlegt. Was machst du da unten? Nicht bedenken, dass da ein Loch ist. Ei. Naja, ist eher mehr ein Oktogramm. Autsch. Oktogramm, jetzt habe ich es. Oktogramm. Was ist es? Eher mehr ein Oktogramm. Ein Ok. Oh, jetzt Oktogramm. mich beleidigt. Aber ich sag mal, für den ersten Aber Versuch, man erkennt ja, was es ist. ja. Und ich Man will hier noch erkennt mehr schon. ranmachen, die alle miteinander verbunden sind. Total bekloppt. Weißt du, so kleine und große und. Weißt du? Aber aus Kupfer. Aus Kupfer, ja. Dann müsste ich das. Du meinst das äußere Rad aus Kupfer, oder was? Dein Ernst? Dein Ernst? Willst doch aus Ja, ich Steampunk. weiß. Steampunk ist Ich ein hab. Kobbel. Ich weiß. Okay, dann mache ich mich an die Arbeit, wechsle das aus und dann gucke ich mal. Aber wie gesagt, ich würde das Ding wirklich gerne auf so eine richtige blöde Brücke setzen. Und du hör auf, hier rumzumotzen. Aua! Der hat mich gehauen. Der ist böse. So. Wo ist der andere hin? Ich weiß Ach, da nicht. hinten. Er ist irgendwo. Ja. Hier hinten. Was ich mir auffallen ist, wenn Ja. dann ein Tier wo anleinbar drin hockt, Ja. einfach anleihen und es geht raus, man braucht das Boot nicht kaputt machen, wenn man es richtig zieht. Au! Guck, Ja, hab's aus schießt dem Boot der? Au, rausgeholt. au, aua! Sag Natürlich. mal, tickst du noch ganz richtig? Der eine haut mir eine rein und der andere, der schießt mich hier fast. So, okay, also. Ich würde dann auch sagen, dass. Ja, ist das nicht zu viel Kupfer nachher? Wenn in der Brücke dann auch noch Kupfer drin ist? Vielleicht die erste Schicht, diesen Weg, weißt du, in Kupfer machen. Und ja, eigentlich hätte man zuerst den Weg selbst und dann die Brücke Ja, bauen du sollen. weißt ja, ich baue nie Weil etwas in der Reihenfolge, wie es gehört. Die Ideen in kommen diesem hinterher. Falle hat zum Beispiel hier das eine so eine komische Abzweigung. Ja, das war. Eigentlich wollte ich Chaotisch den Gang ist. da weiterführen, irgendwie. Habe ich auch schon, weil ich das hier alles abreißen und den Gang weiterführen. Und das Ja. als Brücke zu nehmen und einfach das untere Gestänge dann auszuwechseln. Okay. Ah, du musst es aber trotzdem leicht schräg machen oder am Anfang weiter rübersetzen. Wenn du hier
geradeaus gehen würdest, würdest du hier an der Kante eher An der ankommen. Kante hier ist doch gut, wenn es Nee, hier guck hier. eine. Guck mal hier. Wo bist Hier du? hinten. Hinten, Ja. hinten. Ja. Mann. Wenn du jetzt hier rüber guckst, Ja. siehst du, wo du ankommst. Oh, da komme ich neben der Kante, glaube ich, an. Ja. Ups. Okay. Deswegen Das müsst. heißt, eine Ecke müsste man hier quasi reinmachen. Das Entweder baust du hier leicht schräg habe oder ich du ja schon. versetzt das Ganze. Das Ganze versetzen. Das ist jetzt deine Idee, die du hast, dass ich den ganzen Gang versetze. Also ich würde mal Ich sagen, könnte ja auch hier wenn eine da Ecke reinbauen. Guck mal, ich. regelmäßig versetzen. Das ist zum Beispiel, können das jetzt hier reingehen? Dann 1, 2, 3 und dann die Mauer. Und dann wieder rein. Und 1, 2, 3. Das ist Mauer. jetzt die rechte oder linke Wand? Die rechte. Dann wärst du hier der Ausgang. Das heißt, das hier weg. Das, was hier ist. Also das ist jetzt ein Beispiel. Das ist eine. Man könnte das auch eckig bauen. Dass man sagt, man geht, weiß ich, hier und dann geht man hier so um die Ecke und dann nutze ich nur den Teil, der dann hier hinführt. Also die Ecke hier weg. Weißt du, was ich Das meine? ist so eine scharfe Kante. Weiß nicht. Ich schäme mich schon. Ich stürze mich hinunter. Tschö. Ah, verstehst du, ich meine. Also im Grunde genommen, quasi, man kommt hier rein und dann hat man hier so einen kleinen Vorraum und dann ab hier quasi so eine Ecke. Weißt du? Also das eigentlich Was nur willst du sagen? ab hier wegkommt. Und das dann hier so rüber baust, oder? Ja, genau so eckig. Quadratisch praktisch gut. Es muss ja nichts schräg sein oder so. Naja. Muss ich immer schräg bauen? Ich kann nicht schräg bauen, weißt Warum führst du es nicht so weit wieder anfangen? Also. doch. Ich mach Aber mal jetzt so. hier das erstmal alles so weit hier weg und dann planen wir nochmal neu hier. Da. Okay. Irgendwas runtergefallen? Ja. So, im Grunde genommen würde ich jetzt hier so gehen. Warte mal, hier Da. ist die Wand. Oh, danke. Hier ist die Wand. Das heißt, im Grunde genommen. Müsste schon der sein, ne? So. Weißt du, wie ich das meine? So. Dann kann man ja so bleiben. Warum ist es nicht so wie hier mit den Gittern? Ja, habe ich ja. Ach, du meinst, dass ich generell das mit Mauern so weiterziehen soll? Mauergitter, weil. Okay. Es ist nur so eine Frage. Jo, warte mal, ich muss Eine mal Mimi. wegpowern hier. Zum Glück habe ich ja das Dach nicht bis da vorne ran gesetzt. Da, hopp. Machen wir das alles nochmal weg. Also, dass ich generell das ganze Ding als Brückengang nutze, meinst du? Schmeiß hier alles runter. So. Weil das Ding, wie gesagt, weiß ich nicht, ich mach die Mauer hier weg schon. Aber am Anfang war ich nämlich noch so,
Mache ich es irgendwie natürlich, mache ich es nicht natürlich? Das war halt so mein Ich würde nicht Ansinn. natürlich sagen. Weil das Problem ist, dadurch, dass ich mich natürlich jetzt danach gerichtet habe, normalerweise müsste man das Ding alles um, weiß ich, drei, vier Blöcke versetzen, weißt du? Das ist, wie ich das meine. Normalerweise müsste das ist ja das, wo wir hinwollen. Im Grunde müsste man das alles versetzen auf die Seite. Also ein Stücke zur Seite rücken. Anstatt jetzt so eine Ecke zu bauen oder so. Kannst du sowas machen? Hallo Christa. Ohne dass ich jetzt hier alles wieder neu machen müsste, weil ich glaube, da kann ich dann wieder drei Streams mit füllen, bis ich das wieder habe. Ja, ich, wie gesagt, weil dann wäre das ja quasi. Ja, hier. Fackel. Das ist quasi die Mitte. Von den dreien. Ist so, was ich meine. Das ist das Problem. Normalerweise müsste man dieses ganze Ding, Musst wie du mal gesagt, früher versetzen. anfangen dann. Ja. In die, weiß ich, Blockanzahl. Das sind. Also die Mitte, das ist 2. Und das ist ein Dreier, das würde sowieso nicht stimmen. Hier müssten 2 sein, das heißt. Warte mal, da hier haben wir noch Variante und 1, 2. Das heißt, hier. Also hier müsste man hin. So. Bei. Das heißt, müsste das. Ja, und im Grunde genommen fast um 2 Blöcke versetzen. Das ganze Gebilde hier. Oh Mann. Geil. War ich gut hingekriegt. Bin hellauf begeistert. Juhu. Aha. Es ist unfair. So. Okay. Erstmal, wo ich stehen hier? Den. Nicht. Kann Ich hab das gemacht. Ah, das okay. Ich geht habe einen auch. vollen da reingesetzt und habe dann da den hingesetzt. So. Oder man fängt hier halt früher an, Schräg zu schräg zu gehen. werden. Oh Mann, ich gehe nach Hause. Ich sag mal so, ich nehme jetzt mal den Bogen hier weg. Oh. Gucken wir mal. Halt. Mein Hackebeilchen. Es ist ein ewiges immer wieder, ich reiße ab. Aber so ist das nun mal. Wenn man sich dann verbaut oder hinterher feststellt, das passt nicht, dann muss man halt, ja, wohl übel dann mal Hand anlegen und notfalls ein halbes Gebäude wieder weghauen. Normal. Machen wir erstmal alles Metallische und ich habe ja meine Gerüste bei. Okay. Und dann gucken wir mal, ob das schon ausreicht, wenn man nur einen von diesen Bögen hier wegnimmt. Reicht nicht, ne? Okay. Also noch einen zweiten Bogen weg. Da liegen noch Items oben drauf. Jojo. Jetzt unten. Unten. Fallen überall hin. So.
Tschüss. Dankeschön. Also du meinst noch einen weg, oder was? Warte. Eins, zwei, drei. Drei. Ups. Oder man versetzt es hier um eins. Ja, das Ja. ist nicht das Ding. Das kann ganz weg. Da komm mal, da bin ich ja anpassungsfähig. Das ist ja weniger weg zum Häckseln wie das andere. Ja, machen wir einfach mal weg, weil das ist eh nur so an das Gebäude da eigentlich angepasst gewesen. Moment, ich muss mal kurz sammeln. Dann wäre hier das Ende. Sollte vielleicht noch ein D bei Abend ranfügen. Dann kann man es verstehen. So. Und hallo KI. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Eine KI. Eine KI, ja. Okay. Alle wieder weg. Okay. Gute Nacht, Matze. So. Also im Grunde genommen müsste man. Das wird schwierig mit den, obwohl das sind ja volle Blöcke aus. Nee, es sind Treppen. Das wird schwierig dann. Neuling hat auch Spiel betreten. Warte mal, habe ich hier Erde? Ich habe nur 10 Erde, das reicht nicht. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Außenkante hier nehme. Ich will einfach, ja, wir kommen genau. Obwohl, Rio, obwohl das gar nicht schlimm ist. Das man gerade macht. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht schlimm. Weil hier hätte ich das Problem, wenn ich hier ankomme, müsste ich terraformen. Das heißt, wieder was wegnehmen da. Das heißt, diese Plattform, diese Ebene wird schon wieder schmaler. Wenn das aber außen ankommt, ist das gar nicht so schlimm, weil dann müsste ich nicht so viel wegnehmen davon. Weißt du, wie ich Ja, meine? könnte man auch. Deswegen, ich müsste mir mal mehr Erde holen und dann mich da einfach mal so überstecken. Ich geh mal Erde holen. Hab ja genug Runden. Autsch. Genick bruch, alles gut, lebe noch. Oh. Okay. Machen wir das nämlich mal so. Dann kann ich mal kurz, aua, ins Bettchen gehen, weil sonst haben wir da oben gleich. Huch. Mache ich einen auf Enderman. Aua. Mann. So, einmal kurz ins Bettchen legen. Kann ich nämlich Huhu schreien. So. Ich bleib noch ein wenig. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, unter der Woche, wie gesagt, ist das ganz normal. Die meisten sind dann tagsüber hier. So, okay. Der Boden unter meinen Füßen. Wir nehmen jetzt einfach mal 64. Wir nehmen mal zwei Stacks mit. Die müssten reichen. So. Und dann lütze ich mal darüber und dann schauen wir mal, wo wir genau quasi da ankämen. Weil die Idee ist gut, aber die Umsetzung im Survival ist doch extrem haarig. Also das ist nicht ganz so. Oh, Mimi ist da. Mimi ist da. Mimi. Freu. So, okay. So, okay. Ich habe Erde mitgebracht. Das heißt, den, jetzt decke ich mich mal einfach da so rüber. So, ich muss meine Hände freikriegen. So, weil ich muss nämlich sneaken und dann mit S. Und dann mache ich diesen. Bis ich drüben ankomme. Dann wissen wir nämlich genau, wo ich ankomme. Und hallo, Uwe. Schöne Fackeln, ja. Ich finde die schön. Hast du gut gemacht, lieber Kai. Finde ich sehr, sehr schön.
Was für So. Fackeln? Die Fackellilien, die meint er wahrscheinlich. So, schau mal. Wenn ich nämlich Wo? hier ankomme. Warte mal, ich mach das jetzt mal ganz bewusst. Ich übertreibe mal. Das Ding hier zu Ende. Ja, ungefähr hier. Ist das, was ich meine? Da muss ich nicht so viel von dem Gelände hier wegnehmen. Ist das? Für diese Brücke. Und hätte hier dann wieder eine Plattform, weißt du? Müsste dann eigentlich nur das bisschen hier terraformen. Das kann ich ja verschmerzen, weil ich will ja nicht so viel von dem Ding hier wegnehmen. Da stelle ich mich mal hier hin und dann machen wir das gleiche nochmal so. Weil die Erde ist nämlich nachher Tatsache einfacher wegzunehmen, als wenn ich jetzt da irgendwas anderes mache. Wir machen einfach mal die Konturen hier. Und wie heißt der Server? Das ist der Klötzchen Community Server und das ist quasi unser Dankeschön für alle, die unseren Kanal hier unterstützen. Da. Der ist vier, ne? Vier breit. Also hier auch noch mal so sagen. Okay. Sag ich ja. Ich weiß schon, warum ich zwei Sticks mitgenommen habe. Okay. Dann können wir uns nämlich jetzt erstmal grob die Brücke vorbauen. Dann bauen wir nämlich den Gang genauso, wie ich ihn da vorne gemacht habe, quasi hier bis hinten hin. Das kriegen wir hin. So. Und noch einmal zurück. Und dann sehen wir nämlich auch, wie es ausschaut. Auch wenn es jetzt nur Erde ist in dem Fall. So. Weil wie gesagt, das ist ein ganz besonderer Server hier. Es ist, anders. So, siehst du? Und wenn ich jetzt hier stehe und darüber laufe, ja doch, ich finde das gar nicht so schlecht. Und dann kann man hier nämlich noch Gebäude oder sowas hinstellen oder ein Luftschiff oder was auch immer. Weißt du? Ja, versteck dich, ich hab dich gesehen. Nee, ich würde sagen, das ist gar keine schlechte Lösung. Weil Das dann klingt könnte schon man hier zum grafisch. Beispiel so einen ganz großen Heißluftballon zum Beispiel hinpacken oder sowas. Weißt du, wie so ein Luftschiffhafen-Gedöns oder sowas. Das kommt mir eigentlich ganz, ganz gut entgegen. Soll ich mein Drachenluftschiff dann hinbauen? Ja, es ist so ein Luftschiffhafen. Guck mal, hier, weil hier kommt man ja perfekt weg. Das passt doch. Dass ich jetzt erstmal das Ding hier baue und dann kann man ja immer noch Durchgänge machen oder so, wo es wichtig ist dann. Hab. 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 Und dann kommt so ein anderer wieder. Okay. Soll ich mitfahren? Verbrauche ich jetzt erstmal das, was ich hier noch hab. Ein Stein. So, habe ich überhaupt noch welche von den Säulen? Ich habe Quarzziegel, habe ich ganz viele. Warum habe ich kein Quarzsäulen? Hab ich die verloren? Dann muss ich mal welche holen gehen. Okay. Gut, dann hole ich mir, baue ich das Ding zu Ende und dann schreie ich wieder. Und hallo Martina und hallo Daniela und Blitzbube. Ja, wie gesagt, das ist sozusagen hier ein Community-Server für alle, die unseren Kanal unterstützen. Jetzt Dankeschön. Und es ist, wie gesagt, ein ganz besonderer Server. Ihr habt hier alle möglichen schönen Dinge drauf. Und es ist kein gemoddeter, sondern es ist Tatsache einer, der serverlastig läuft. Das heißt, alles, was ihr mitbringen müsst, ist im Grunde genommen den Spaß am Spielen. Und Java und Bedrock zusammen. Ja? Also wir spielen hier Java mit den Bedrockern zusammen. Und ja, wie gesagt. Das, so, jetzt muss ich mal an Klims Albtraumkiste. Jetzt muss ich mal gucken. Quarzblöcke habe ich noch. Davon habe ich noch was. Okay, die Quarzziegel haben wir noch.
Oh, Quarzgürtel brauche ich eigentlich erstmal nicht. Warte mal, oder doch, die brauche ich später. Quarzblöcke, nehmen wir mal zwei Sticks mit, weil sonst komme ich nicht mal alles mit. Komme ich da nicht hin. Notfalls müssen wir wieder Erde tauschen gehen. Wie gesagt, wir haben ja den Tauschmarkt, wo wir die ganze Erde eintauschen können. Und ich glaube, meine Werkbank und so, stand die noch oben? Weiß ich gar nicht. Meine Werkbank da oben noch? Oder habe ich die? Weiß es gar nicht. Ich nehme mal Holz mit, falls ich keine mehr habe. 1, 2, 3, 4. Falls wir keine Werkbank oben haben. Aber mir war so, als wenn ich da eine hingestellt hätte. Die müsste da eigentlich, glaube ich, noch stehen. So, okay, dann gehen wir mal hoch und dann müsste ich, glaube ich, mein Bettchen da oben auch wieder hinstellen. Weil sonst muss ich hier immer ins Haus rennen. Das ist auch ein bisschen doof. Also, wie gesagt, diese Welt ist ein bisschen anders. Oh, ich habe alles noch zu stehen. Sehr schön. Gut, okay, dann müssen wir nämlich noch ein paar Treppen nachmachen und ich brauche Säulen. Säulen brauche ich noch ein paar. Ich hoffe, dass die erstmal reichen hier 30 Stück. Gut, dann machen wir jetzt mal das hier noch weiter. Marina. Ja, sorry, das ist immer so klein geschrieben. Dass ich das immer schlecht erkenne. So, okay, dann haben wir hier im Grunde genommen, kann man ja gleich immer die Mauerdinge aufmachen. Ist ja für mich dann auch besser zu sehen. Da. Da kommt dann immer so ein Mauerding rauf und dann kommen die Gitter halt dazwischen. Okay, so und dann den wieder umgedreht, den wieder so hin, den wieder umgedreht und dann kommt wieder so ein Glasblock hin und kommt das Ding hin. So. Hopp. Hopp. Einfach nur das Muster jetzt immer wiederholen. Das ist nicht so schwer, das kriege ich noch gebacken heute. Hier einfach bei mir der Stream stehen bleibt, wenn ich raustappe. Okay. Ja, heute ist ein bisschen der Wurm drin. Ich habe heute drei Anläufe gebraucht, weil OBS der Meinung war, mir meinen Stream zu zerschießen. Meine Einstellung. Juhu! Ja, und plötzlich war da meine Grafikkarte nicht mehr. Hat er gemeckert. Jo. Wetten, dass ich heute noch hier runterfalle? Hat So. es gelegt. Ich sehe nur den Trader. Was ist was? Nur den Trader? Da. Ist der etwa immer noch da? Da oben. Okay. ich glaube, der hat sich einen etwas ungünstigen Platz ausgesucht zum Handeln. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ist der da hingekommen? Ist der von oben gekommen? Von unten? Ich Wahrscheinlich so weiß oben gespawnt und runtergelaufen. nicht. Er ist doch einfach nur dumm in der Birne. Sag's euch. Es sind unsere Stream-Bomber sozusagen immer. So. Ah. Ah. Und dann wieder das Ding hier hin. Ah, komm Aber schon. immerhin, er hat Glowstone bei sich. Oh. Er hat Lowstone. Ich habe aber momentan keine Emeralds mehr. Ich muss mir erst wieder neue organisieren. Hab Hab auch meine nicht so alle für weit. Quarz eingetauscht. Für diesen wunderschönen Quarz. So, No. wo mir jetzt schon wieder alles ausgeht. Warte mal, ich kann mir ja hier auch eine Werkbank hinstellen, was soll's. Ja, haben's doch. Ja. Bettchen habe ich auch noch mit. Alles gut. Stellen wir hier auch noch ein Bett hin. Okay. Schnarch. So, okay. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass Mimi die Pro-Botschaft gelesen hat. Ah ja, ihr wird schon auffallen. Ja, ich liege jetzt hier im Bett, alles geistert hier um mich rum. Ich sehe euch.
Und Maker scheint zum Wandering Trader gehen zu wollen. Da, okay. Gut. Wenn Ach, der ist unsichtbar. ja, in der Nacht immer. Irgendwo, ja, da hin. Ah, da brauchen wir relativ viele noch von. Okay, bis wohin mache ich die jetzt? Ich mach jetzt noch mal eine Ding, ein Ding noch mal und dann sozusagen bis hier. Das müsste reichen. So, und dann müssen wir jetzt das Ganze auf der anderen Seite auch noch mal machen. Halt, da fehlt noch was. So, mein Erinnerungsding. So, jetzt fällt mir auf, ich habe gar nicht so viel Mauern. Das heißt, ich muss mir ein paar Mauern noch machen. Okay, noch ein paar Mauern. Okay. Gut. Dann machen wir dasselbe jetzt da. Okay, der ist denn so rum. Ich habe immer diesen Pillager im Ohr und denke immer, der greift mich hier gleich an. Schrecklich. So, okay, das. Hier ist ja nicht weiter schlimm. Da kann man es so machen. Ah. 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 Oh. Oh. Dann wieder das hin und dann wieder. Nein, nicht die. Da, wenn man zu schnell klickt, ist es wieder so. Richtig typisch. So, okay, so rum. Warum? Hier wieder hin. Könnten das ja auch einfacher machen. Haltet mal. Auch so Leinen. Kurze Frage. Warum nennst du nicht eine Steinsäge? Weil ich immer zu faul bin, mir die zu machen. Weil da kriegst du mehr raus von den Ich weiß. Treppen. Ich bin immer Das ist wie zu so faul für zwei Dinge. Stück verschwenden. Da. Dann setzen wir den in der Mitte überall schon mal hin. Hopp. 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 Akkord bauen. Hopp. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Jetzt. Halt, nicht die dazwischen, nicht den weg. Mann, heute habe ich einen nervösen Finger. Ich habe einen nervösen Finger. So, den darauf, den darauf, 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 darauf. So, und jetzt müssen wir die umgedreht. Hi. Umgedreht hinsetzen. Jetzt wollte ich gerade fliegen wie im Kreativ, ey. Oh Mann. Das ist, wenn man zu viel Momentum spielt momentan. Ah. Kenne ich. Da ist man dann. Oder man verhält sich im Kreativ plötzlich wie im Survival und geht immer schlafen. Da. Naja, man hat aber auch nicht immer Bock auf die Nacht. Jo. So, den Ständig habe ich 1, 2, 3 hoch. Mobs in den Weg laufen. Da fehlt noch eine Mauer. Man sollte zielen können. Oh Mann. Ich hasse es, wenn man mich beobachtet. Entschuldigung, dann gehe ich Und halt. sich ein Ablachen, Aber wie ich hier versuche, den dritten aufzusetzen. Ich bin immer zu mit der ich Gerüste lach doch gar näher. nichts. Ich lach doch gar nicht. Nein. Du grinst dir einen ab, ich merk's. Jetzt ja, wo du sagst. Hopp, 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 zielen, peilen. Da, hopp.
Manchmal klappt es sofort und manchmal brauche ich halt meine paar Sprünge. Das ist irgendwie mal ganz. Oh Mann, setzt den, was ich wollen. Oh Mann. Ja. Okay. Ab. Aber es geht ums Survival, ihr seht's. Es geht, es geht. Man muss nicht unbedingt sich immer hochbauen. Ja. Man kriegt den dritten auch so rauf. Auch wenn man dann woanders ihn hinsetzt. Okay. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Gerade wenn ihr so einen Stresstag habt, dann muss sowas sein. Dann muss man auch mal sowas machen. Ja. Hab. Okay, ich brauche mehr. Ah ja, ich habe gesehen, dass du da hingestellt hast. Hä? Nö. Ach, das war Das war Worldmaker. dann Kai. Worldmaker. Vielen Dank, Kai. Der kämpft hier sowieso immer mit meiner Faulheit. Ja, hab. So, habe ich jetzt überall drei? Nee, hier ist noch zwei. Okay. Hab. So, jetzt habe ich überall drei. Richtig? Ja. Nein? Nein. Ah! Schäm dich. Ab. Jetzt. 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 Gut. Okay, jetzt muss ich gucken, was habe ich da oben jetzt genommen? Da habe ich jetzt volle Blöcke immer raufgesetzt. Auf die. Okay, jetzt müssen wir uns hochstecken, jetzt geht's nicht anders. Ich würde es einfach abwechselnd mit den Quarz machen. Ich die Quarz platzieren, dann der Vollblock. Brauchst du dich dafür nicht hochstecken. Das stimmt. Wie rum habe ich denn die Ach, eigentlich? das sind Treppen. Das sind Treppen. Ja, und die gehen nach außen, glaube ich. Die hätte ich nach außen Ja. gesetzt. Oh Mann, okay. Da hatte ich die. Weißt du? Gib mir ein paar und ich kann dir helfen. So. Ich habe nicht so viel. Ich muss welche machen. Ich kann dir Ach so. aber was so geben, wo du welche machen kannst. Okay, das sind dann immer drei. Ah! Oder vier? Sind das vier? Eins, zwei, drei. Nee, es sind drei. Dann Anderer kommt Block. der. Von den anderen Block hast du davon? Warte mal, ich puzzle hier gerade. Ich muss erstmal. Nee, muss ich holen. Habe ich Tatsache nicht oben. Habe ich Okay, nicht hol genug. ich. Okay. Hinstellen, hopp. 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 Weil wie gesagt, Survival bauen ist teilweise manchmal sehr umständlich. Da, so, okay, den haben wir. Eins. Spätestens bei den Gittern muss ich dann eh wieder runterrennen. Oh. Den haben wir den hier wieder. Still. Oh, okay. Und bei dem Dach muss ich mich dann hochstecken. Da kommen wir dann nicht ohne aus. Das geht schon. Okay. Also, wir bauen jetzt quasi diesen Gang, den ich da vorne angefangen habe, quasi jetzt durch bis hinten hin, weil dann haben wir nämlich tatsächlich noch ein bisschen mehr Fläche, wo wir halt Dinge drauf machen können. Und, weil das Problem an der Sache ist, wenn ihr so eine Stadt oder sowas, also sowas hier baut, dann ist das relativ schwierig, hinterher die Wege einzuführen. Also das sollte man vorher sich ein bisschen Gedanken machen. Sonst muss man nachher über Tausende von Leitern hoch. Aber das geht auch im Überleben. Ja, ich weiß. Ich weiß. Matze, wie gesagt, Thema Server. Server-Tour, die ich bald machen werde. In meinem Haus habe ich so gut wie nichts mehr weitermachen können. Ja, Rio, du bist ja auch mit teilweise anderen Sachen beschäftigt. Also da ist das ja auch normal. Ne? Weil Nein. Rio hat nämlich was ganz Geniales, also ein paar geniale Sachen noch eingefügt. Und Mimi ist ja da auch bei. Also, das wird sehr lustig. Das sind Sachen, die man unbedingt braucht.
Und ja, es wird sehr Braucht man lustig. das? Also das, was ihr zum Schluss gemacht habt, braucht man auf jeden Fall. Also einige Sachen sind ja sehr ungeduldig. Aber wie gesagt, umsonst ist der Tod hier. Das ist das Einige, das Einzigste, was hier umsonst ist. Nee. Das ist jetzt der, ist nicht umsonst, das der kostet Level. Ja. So, okay, wir müssen noch ein paar Treppen machen. Ja, vor allen Dingen dann so spät, also abends dann noch so konzentriert zu sein, das ist eigentlich für mich immer die größte Herausforderung, wenn ich im Survival spiele. Weil man hat ja schon den ganzen Tag da viele Dinge getan und es ist dann manchmal nicht so einfach, mich dann zu konzentrieren. Also wenn ich mich hier öfters verklicke, ist normal. Also tagsüber klappt das besser. Das hat nur was mit der Stunde, mit der Abendstunde zu tun. So, seht ihr, während ich hier noch am Basteln bin, ist die Rühre dann schon fertig, ja? Da kommt man sich immer vor wie so eine Wanderschnecke hier. Dann, ich nehme mal an, der Stein ist da oben schon. Ja, war klar. Da, Wanderkrabbe. Da sind schon die ersten Phantome in Sicht. Okay. Es braucht mal Hüp. Treppen. Hast du Treppen? Ja, ich hätte da noch welche weiter. Die kannst du wiederhaben, genauso wie das da. Du Und brauchst jetzt die Treppen, da nee. habe ich nicht so viele von. Da müsste ich welche Okay. machen. Nein, ich hab ein paar mitgenommen. Ich habe auch noch 23 ganze Ziegelsteine. Ich kann ja schon mal anfangen, die Gitter einzusetzen, weil da muss ich nämlich auch noch mal nach unten dir welche holen. So, den mache ich mal die Gitter hier. Mach das von vorne, damit ich besser gucken kann. Ups. Ach, diese Treppen da? Nee, habe ich keine mehr von. Mal nur welche machen. Nee, ich hatte gerade geguckt, ob ich noch Treppen im Inventar habe. Die hast du mir doch gerade gegeben. Ja. Ich hatte gedacht, dass ich dann noch welche in meinem Inventar habe. Irgendwo versteckt. Drei. Eins, zwei, drei. Okay, das waren alle Gitter. Ich guck mal nochmal in meinen schlauen Rucksack, ob ich da was drin habe. Oh. Ah, Kobbel habe ich dann nur drin. Toll. Und eine Werkbank. Das ist okay. Warum habe ich jetzt Kupfertreppen. in meinen Rucksack jetzt meine Waffe gelegt? Keine Ahnung. Warum? Ich weiß es nicht. Und hallo Andi, herzlich willkommen. Was liest er den Chat? Ich bin kein Er, ich bin eine Sie. So, viel dazu schon mal. Und ja, ich lese ihn. Ich lese den Chat. Genau. Warum soll ich ihn nicht lesen? Ich lese ihn sporadisch. Ich bemühe mich oft genug zu lesen. Genau. So. Was ich übrigens auch machen kann, ich weiß es gar nicht. Der Kai Wo? ist im Warteraum. Wir könnten auch in den Discord gehen. Was hältst du davon? Ja. Ja? Okay, Ja. wir wechseln mal in Discord, weil das für die Bedrocker, die können nämlich nicht in den anderen gehen. So. Meine Kai, der ist ja eh Java, aber wie gesagt, wenn er quatschen wollt, einfach Ich in muss den nur. Warteraum schlüpfen. So. Hallo Kai. Ja. Jetzt haben wir Kai nämlich auch im Ohr. Könnt ihr den auch mal hören? So, ich wollte Gitter holen. Ja. Gitter hat er mir ein Stack 16 gegeben gerade. Okay, ich habe hier auch noch 55. Guck hier gerade Hallo nach. Kai. Ach man, ich vermisse die Holzsäge. Alles gut, alles gut. Ich sag mal so, das ist bei meiner Stimme auch nicht so ganz einfach. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in meiner Roleplay-Stimme spreche, dann weiß jeder, dass ich ein Mädel bin.
Aber wenn ich jetzt normal spreche, also da passiert mir das ganz oft, auch am Telefon, dass ich mit Herr angeredet werde. Aber das ist ja auch ein Schutz, ist ja nicht so ganz unpraktisch. Werde ich wenigstens nicht belästigt. Zum Glück erkennt man es bei meinem Namen auch nicht. Jo. Weißt du, wen ich vermisse? Unsere Ria. Die kommt Unsere bestimmt Ria auch ist, noch. die kommt bestimmt auch noch, genau. Denke ich auch mal, dass sie noch auftaucht. Wenn ist es auch nicht so tragisch. Rios größter Fan heißt Ria. Namenssetter. Jo. Ah, ich finde das schön, sowas. Er kriegt nicht gerne Komplimente, oder? Ich finde das schön. So, hopp. Habe gerade gemerkt, dass ich noch gemutet war die ganze Zeit. Das wollte ich dir gerade schreiben. Wir reden gerne mit dir, aber wenn, ist manchmal ein bisschen einseitig bei dir. Du hast die Stufen vergessen oder hast du noch genug? Was habe ich Welche? vergessen? Die Ziegelstufen oder hast du noch genug davon? Ja, noch Ziegelstufen? die Ziegelstufen fürs Dach oben. Nee, haben wir noch genug. Hä, welche Ziegelstufen? Ja, die du hier genommen hast für die Überbrückung. Die da. Das sind Treppen. Treppen. Ja, Das meine ich sind doch. Ja, Ja. Kai ist da wie ich, der zählt auch alles Stufen. Bei dem ist Alles auch ist eine alles Stufe. Stufe. Alles, wo man rauflaufen kann, ist Stufe. Bei uns gewöhnlich dran. Das ist normal. Da werde ich ja, wenn du fragst, ja, bring mir Stufen, da bringe ich beides. Also gefährlich wird es dann, wenn ich öbbe, öbbe sage. Denn weißt du, setzt bei mir so langsam das Gehirn aus. Aber, aber. Öbbe, öbbe, ja. Up, up, up. Ich habe jetzt schon 55 Dinger verbaut, jetzt habe ich nicht mehr. Ja, Brauchst du ich habe denn? auch schon ein Stack verbaut. Was braucht ihr denn? Gitter. 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 Das ist doch das ganze Problem. Ich Also habe doch unten ganz viel Eisen hinterlegt. also wie gesagt, Gitter brauche ich noch. Ja, du hattest ja noch ganz viel Eisen da unten reingepackt. Jetzt muss ich Eins mal kann ich gucken. noch ausfüllen. Boah, dann muss ich mal gucken, was ich oben für das Dach brauche. Also wir brauchen eins, zwei, drei, das sind 27. So, auf jeden Fall brauche ich mehr Kupfer. Hallo. Klettern hier rum. Warum hast du mit oxidierten Kupfer gebaut? Weil das da war. Ich muss rüber. Es war einfach dran. War einfach da. So, dann kann ich nämlich gleich sehen, was ich nämlich alles noch brauche. Es reicht So, mir. also ich brauche auf jeden Fall das noch. Das habe ich noch. Dann habe ich hier noch geschnittene Kupferdinger, die kann ich hier noch hinsetzen. So ein bisschen kunterbunt gemischt. Immer davon habe ich auch noch was. Ich brauche erstmal das, was ich habe. Halt. Oh, also heute habe ich es mit dem daneben sitzen. Hab halt einen schielenden Blick drauf. Gut. Okay. Autsch. Die Brille putzen. Ja, hilft nicht viel. Ach, das geht auf Fuße. Ach, Mann. So, okay. Ich brauche Schwarzeiche noch, muss ich holen. Und Kupfergedöns. Kupfer kommt. Hier. Kupfer kommt. Stopp. Ja, Moment. Gigi. Einmal. Zweimal, dreimal. Okay, Und so. Gitter habe ich hier auch noch. Okay. Muss nur aufsammeln hinter dir. Okay, sofort. Das. Das. Und das. Nee. Mal hinter dir liegt noch. Nein, oben. Aua. Okay. Dankeschön. Bitteschön, und Schwarzeiche kommt auch gleich. Aber wir können ja ruhig mit dem grünen Kupfer weiterbauen, das ist ja egal eigentlich. Das ist ja wurscht.
welches Kupfer man da nimmt. Also heute hat mein Doppelklick auch wieder sehr großen Erfolg. Ja, ich hätte doch auch noch andere hier. Gitter fehlen immer noch. Gitter. Gitter habe ich noch. Habe ich gerade gekriegt. Da drin wird die Treppe verbaut. Ja, ich muss mal hier Putz. Das hier wieder abbauen. Der steht für dich. So. Da habe ich was für dich. Dankeschön. Da ist noch mehr. Dankeschön. Rennen hin und her hier. Okay, dann kann ich die restlichen Gitter hier noch einsetzen. Sehr schön. Springen! Hüpf! Da ist aber kein Wasser. Das ist ja der Gag. Muss man zielen. Ja. Wie soll ich jetzt wieder da hochkommen? Ich stelle dir gleich ein Gerüst wieder hin. Aua. Da weiter. Jetzt kampen wir auf der anderen Seite. Viel Spaß. So, muss ich mal gucken. Okay, die schwarze Eiche habe ich. Okay, ich mach mal kurz schwarze Eiche. Ich hab doch gerade. Ach, hast du schon? Okay, wo stehen denn irgendwann? Fertig. Dann mach. Alles ist schon fertig, Kupfer ist auch schon fertig, alles fertig? Fertig. Nur noch Schwarzeiche, nur die Schwarzeichentreppe geht da noch. Was müsst ihr als Beleuchtung hier reinmachen? Ja, bin ich noch am überlegen, was da Sinn macht. Weil du kannst keine Laternen aufhängen. Wie wär's denn Bodenbeleuchtung? Ja, habe ich auch schon überlegt, bin mir aber noch nicht sicher, welchen Boden ich da anmache. Mit Laternen oder Froschlichter? Man könnte sonst, Oder, Laternen unter Glas. Oder etwas cheat. Ja. Warte. Ich mach immer mal viel. So. Das. Okay. Ja. Und so. So. Wieso, man hängt denn der Laterne an der Treppe? Ist denn die Leuchte da? Das ist durch die Treppen, die da sind, nicht so einfach. Haben. Wie gesagt, ich spiele im Survival, wenn ich jetzt hier dauernd runterfalle, ist das nicht so gesund. Ach, Ivo. Ich muss ja nur mein Grab wieder plündern, ich weiß. Rio fängt dich auf. Ja, ja genau. Rio fängt mich auf. Oder ich setze dir überall Schleims hin. Ja. Wie früher im Turn. Überall Bodenmatten. Nee, ich höre mir mit Turnen auf. Wolleblöcke. Ohne Matte durfte man nicht turnen. Nee. Gab's Ärger. Strikte Regeln. Ja, wir durften überhaupt nicht dann die Geräte benutzen, da war keine Matte dran, dann lag. Ja. Weiß ich, es hat ohne Mathe genauso weh wie mit Mathe, finde ich. Ja, fand ich auch. Naja, ich weiß nicht.
Ich hätte da immer Mathe tut schon ein bisschen weniger weh als Holzboden. So, das heißt, wir haben jetzt das Brückchen soweit fertig. Wo ist jetzt eigentlich der Ausgang? Ist er jetzt an der Gerade vorne oder an der Seite? Ja, ich weiß es noch nicht, ob ich hier irgendwas noch hinbastel oder nicht. Keine Ahnung. Hallo? Ich würde eher hier an der Seite sein. An der Seite, das heißt hier dann, zumachen. Dann es hier hochgeht oder... Also hier an der Seite und dann nicht, hinten zumachen, oder wie? I don't know. Ich auch, I don't Knopf. Idon Knopf, ich will jetzt erstmal. Ich will das jetzt erstmal von unten sehen. Knopf. Wie das jetzt aussieht. Warum ist hier ein. Hä? Ja, doch. Ja. 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 Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Meins, nein. Meins. Meins. Das ist keine Möwe. Nein, kann nicht fliegen. Leider. Hui. Ich fliege immer nur höchstens auf die Nase hier. Okay, nee, das ist doch schon mal, ist ja schon mal cool. So, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Wie gesagt, wie ich das hier unten drunter mache. Ich würde wirklich Tatsache sagen, eine Art von Gestänge drunter. Ein Brückengestänge. Also im Grunde müsste das Steinige da alles weg. Das Problem ist nur, es muss ja die Plattform dann bleiben, wo wir dann diesen Luftschiff haben. Also es werden ja auf jeden Fall noch mehr Durchgänge kommen. Ui. Weil wir haben ja hier so eine Plattform. Das kann natürlich auch alles weg. Wir können natürlich auch alles wegnehmen erstmal. Warum nicht? Es ist unheimlich. Das erinnert mich. Das wäre doch auch so ein Gag. Warum nicht eine Glasbrücke hier? Also, weißt du, einen Glasboden einbauen, wo man durchgucken kann nach unten. Na, da müsste man nicht ausleuchten. Ja, aber das ist doch voll geil, so ein Gefühl, hier so rüber zu laufen. Du läufst hier über Glas und kannst nach unten gucken. Ist alles durchsichtig. Wäre da auch eine Idee. Und Meeresdeckglas haben wir da. Also ich will ja sowieso jetzt den ganzen Stein da weg haben. Davon mal abgesehen. Der soll ja weg hier. Und dann weiß ich halt, bis zu dem Glas kann ich wegbauen. Ja. Oh. Hast du Glück gehabt, ne? Ja, ja. Was macht ihr wieder für komische Sachen da oben? Nichts. Ich habe Rio nur eine Etage tiefer gemacht. Da, ich mach mal die... Also wenn meine Kinder sagen, sie machen nichts, dann ist irgendwas im Busch. Ich mach mal die Steine hier weg. Dann muss ich jetzt auch den Sand da wegmachen. Das wird lustig. Den muss ich dann aber von hinten wegmachen. Oder gleich Glas einsetzen. Ich glaube, das ist die sinnvollste Lösung. Bin ich eine Etage tiefer gleich. So. Und der kann nämlich eben alles bis zum Glas sozusagen weg. An Stein. Ja, es kommt. Okay. Einfach mal total bekloppt bauen. So, jetzt muss ich doch mal meinen Rucksack hier belasten. Ich habe jetzt so viel Krempel hier. Ja, alles praktischer halber rein. Ein Loch. Ja, da ist ein Loch. Da soll einfach nur Glas rüber. Also alles Glas auf der Höhe jetzt. Also wo du das gebaut hast. Quasi das Glas auf der Höhe hier. Und unten drunter, wie gesagt, mache ich dann alles weg. Es wird lustig. Also den Kobbel außen, die einen Steinreihe lasse ich quasi und dann alles drunter kommt weg. Das ich habe ein Problem. So. Ich sehe das Glas nicht richtig. Ei. Ja, ich habe ein Texture Pack mit Full Connecting Glass. Ja, selber schuld. Das mache ich gerade mal kurz raus. Sonst funktioniert das hier nicht.
ich baue hier schon mal das weg. Das ist wahrscheinlich Ach, so ist genauso das schon mit besser. schwarzen Bettungen zu bauen, oder? Boah, hören wir Aber auf. eine Steinreihe muss dann da bleiben. Das ist ja dann die Struktur, wo ich mir dann noch Gedanken drüber machen kann. Habe ich letztens auch gebaut. Schön dunkel, schwarzer Beton, enge Gänge. Wundervoll. Ja, da kommt Freude auf. Entsinne dich an Entopia, sage ich nur. Da wart ihr echt mutig. Also ohne bestimmte Einstellung wäre ich gar nicht so weit gekommen. So, ich löse das Ganze. Schwarze Beton, Entopia, Ja, da war viel dunkel und viel Zeug, was, Ich muss gerade überlegen, wo das war. So, ich mache jetzt mal alles hier unten drunter weg. Weil großteils hatte er gebaut. Das ist ein ziemliches Stück Arbeit, das hier alles weg. So. Egal. Wir machen es einfach. Wir tun es einfach, weil ich da Lust drauf habe. Da. Das ist eine Alles weg oder nur darunter alles weg? Nur da drunter quasi alles weg. Aber das wird dann merkwürdig aussehen, wenn so ein Stück Inselfumpf liegt. Nee, das kommt ja weg. Guck mal, ich hau jetzt erstmal alles hier runter. Weg, was Einstein runter ist, sozusagen. Weil das Gestänge und so kann man ja dann hinterher in die Brückenkonstruktion einfügen. Bei Bobo. Mhm. Guck mal hier jetzt drüber, wo du runtergefallen bist. Ja. Was ja. ist da? Ja. Das ganze Ding da weg. Ja, genau. Alles weg. Das Ganze? Ja, okay. Alles weg. Wisst ihr, was ich hier vermisse? Was? Glasstufen. Glasstufen, ja. Kannst du da gerne Treppen, reinmachen. Glastruppen, Glastreppen, ja. Gibt's nicht. Ja, die gibt's cool. leider nicht. Die wären jetzt hier genial. Muss ich mal sehen, dass ich mich da hier runtergrabe? Es gibt so viele Blöcke, die theoretischerweise dass du das Glas da leicht reinmachen könnte, aber Mojang sagt nein. Okay, hier fängt das Glas an. Er hat keine Fantasie. Weil das kann man ja alles immer noch schön machen. Erstmal weg damit. Weg! Was muss denn weg? Ja, alles mal bis auf Höhe vom Glas, quasi. Denn? Tutu. Was ist hiermit? Oh, das ist ein Loch. Wieder ein Loch. Das ist ein Glasloch. Ein Glasloch? Es ist zu. Ich hab doch alles zugemacht. Kann passieren, wenn man was übersieht. Nee. Da hat irgendeiner das Glas kaputt gemacht. Nö. Ich weiß nicht. Doch. Extra Karsberg. Ja, nochmal einen wunderschönen guten Tag, lieber Uwe. Das war das zweite Mal. Beim ersten Mal habe ich dich auch schon gesehen. So. Weil wie gesagt, schön machen kann man immer noch. Müssen wir erstmal sehen, dass wir hier so ein vernünftiges Gestänge hinkriegen. Vor allen Dingen hinterher auch wieder ausleuchten. Wir legen sozusagen jetzt die Brücke hier frei. Tutu.
Wie gut, dass sich unsere Pick ist. Ja? Der Streifen direkt neben dem Glas, soll das dann Fichtenstämme werden? Ja, ich denke mal, dass wir da so noch schöner machen können. Fischholz. Wer hat meinen Aufgang kaputt gemacht? Das ich nicht. Aua. Ich weiß nicht. Könnte ich gewesen sein. Böser Kai. Aber es ist echt schade, es ist nicht sowas wie, Voll. Autsch. Hier war Kies. Und du hast einen Kobbel zu viel weggenommen. Das war der Kies dran schuld. Ja. Kann passieren, ne? War nämlich auch Kies in der Wand. So, jetzt muss ich hier erstmal das Gestänge freilegen. Wo habe ich denn einen zu viel mitgenommen? So. Okay, dann können wir das Steinding hier auch mal neutralisieren noch. Es kommt. So, aber ich meine Schaufel. Das meine. Mal sowieso gucken gleich mal, inwieweit das hier noch alles weg muss. Halt erstmal so ein bisschen, ne? Da kann ja hinterher immer noch wieder so ein bisschen mit Erde terraform. Bumble. Ah. Mal gleich ein bisschen hübscher machen hier. Aber hier ist Treppe. Können wir auch weitermachen, die Treppe. Dann seht ihr noch weg. Kann man den auch hübscher machen. Ups. Ja, okay. Können wir erstmal so grob. Ja, alles. Wo ist denn eigentlich unsere liebe Mimi unterwegs? Wahrscheinlich arbeiten. Hat was zu tun. Auf dem Server, denke ich mal. Server ist. Weil die brütet ja immer. Oh, das macht, kommt richtig genial. Wenn man da drunter dann. Was? Wenn du hier rüberläufst, das kommt richtig genial, wenn du so was Glas hier rüberläufst. Wie findest du die Fichte da drunter? Ach, da hinten. Ja, sehr schön. Entfinden oder soll man so lassen? Sehr schön. Ach, du hast deine Insel da noch. Okay. Ja, Kai macht er gerade. Nee, aber das sieht richtig, richtig genial aus hier. So, dann können wir hier noch ein bisschen Erde hier noch ein bisschen Erde wecken. Ja, alles so. Bisschen flacher ist. Dann haben wir nämlich auch mehr Platz für diese verrückten Zahnräder da und solche Sachen. So. Hast du noch Fichtenholz? Ja. So. Gucken wir mal von der Seite in der Hoffnung, dass der Typ mich nicht wieder anschießt. Warte mal, das sieht doch gleich viel besser aus. Also mein Angebot besteht noch, ich dachte, ich entsorge. Das sieht richtig genial aus, Rio.
Ich glaube, das war die beste Entscheidung ever, dass wir das weggeholt haben. Ne? Von der anderen Seite gucken. Und mit dem Gestänge halt da drunter halt jetzt. Das war schon irgendwie geistesgegenwärtig richtig angekleistert. Also derjenige, der das hier noch so ein bisschen angepasst hat. Das passt ja, richtig das gut. Man da noch müsste. Mal anpassen. Ja, da muss. Eins muss versetzt werden nochmal. Mhm. Das Ding hier. Das muss auch auf Holz dann. Wie auch immer. So, werde ich mal überlegen. Warte mal. Erstmal alles einsammeln. Blöcke, die hier rumschweren. Okay. Kommt zu weit. Nur mal ein bisschen platt machen. Muss ich halt ein bisschen aufpassen, wenn die Pillager, die da wohnen, weil da halt einen schönen Übergang hinkriegen. Oh. Da kann man die Herrschaften auch besuchen. Mit auffüllen. Kann man ein bisschen Stein reinsetzen. Oh. Oh. Also, sowas kann man halt wunderschön auch so ein bisschen anpassen. Oh, verdammt. Passen. Noch ein bisschen an. Ah. Ist schon weg. Überall so ein bisschen die Ecken anknabbern und schon ist es ja einfach mehr oder weniger fein geterraformt schon mal so ein bisschen. Ah. Hat aber jemand eine große Ecke daraus geknabbert. Ja, hat ganz großen Hut. Dauert sich doch so schlecht. Meinst du? Hm. Ja, und das kratzt auch immer so. Ah, das sieht richtig genial aus. Ey, wenn du jetzt hier ein bisschen weiter weg gehst, das sieht richtig genial aus. Und wenn man da jetzt im Grunde genommen lauter so eine Zahnräder oder sowas ransetzt, dann sieht das richtig cool aus. Wow. Also langsam, was genau baut ihr da? Sieht sehr interessant aus. Ja, wir versuchen uns im Steampunk. Das ist quasi eine Brücke, mit der man dann halt nach oben auf die oberen Dinge kommt. Und ja, wir haben uns halt gedacht, wir schauen mal, wie das aussieht, wenn man da einfach mal so Glas hat. Du hast Stämme genommen, ne? Schwarzeichenstämme? Ja. Heftig. Ich finde. Nein, das ist Fichte, Entschuldigung, Fichte. Ach, Fichte, okay. Fichte. Okay, dann Fichte passt, finde ich, viel besser so im Rindenform zu Schwarzeichenblanks als sonst irgendwas. Hast du, aber Stämme hast du, ne? Fichtenstämme. 20 Stück habe ich noch hier. Okay, dann gehe ich mal Fichten. Ich hole mal noch ein paar. Fichten vernichten. Da. Dann ist Zeug hier wieder alles rein. Das müssen wir nachher alles noch. Irgendwie dann, ihr seht schon, ich habe hier ein massives Platzproblem langsam in meinem Rucksack. So, okay, ich werde mal kurz ins Bett hüpfen und dann gehe ich mal Fichten fällen. Ein Bett war hier. Da, hopp. Und dann kann ich mir nämlich mal kurz was zu trinken holen. Hey, wieder da. Ich kann die Steinsäule hier nicht so ganz abbauen. Sonst mache ich die Farm zum Teil kaputt. Wie bitte? Die Steine hier. Obwohl. Ich.
Also wenn die Farm im Weg ist, baue ich sie weg. Nee, da fehlen noch Kupfertreppen. Ah, ich habe doch welche im Inventar. Okay, gut, 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 gut. Müssen sie halt noch oxidieren. Ja, das geht schnell. So. Ich sitze doch schon. So. Okay. Ja, Popo. Hauptsache er schnarcht doch nicht. Popo, ich sitze doch schon. Was? Nein, ich wäre beinahe über meinen Hund die Treppen runtergeflogen gerade. Weil der ist genau in dem Moment, wo ich über ihn rüber wollte, ist. Kenn ich. Kenn ich mit den Katzen. Ja, aufgestanden. Ah, mein Herz, ey. Oh, du bist ja schon. Ich bin ja nur ganz kurz unten gewesen. Ich war doch gar nicht so weit weg, aber ich kann wenigstens welche wieder anpflanzen. Du einfach abhaust. Hier, bitteschön. Dankeschön. Da sind noch ein paar. Hey, du hast rechte Hosentasche und eine linke. Ja, und zwei Gesäßtaschen. Hey, vier Taschen. Wow. Ich geh mal ein bisschen Bohnenmehl holen. So. Da, das Stück Fels ist ja, da auch haben weg. Wir ja auch genug von. Wie wollte ich mit den Treppen machen? Mit den hier, ja. Da bin ich noch am Überlegen. Vielleicht eine Säule dorthin machen oder so? Ja, habe ich auch schon überlegt. Mal schauen. Nein, der sitzt falsch, den musst du setzen. Komm ich nicht ran. Warte. Aber besser wäre es, wenn die so sind. Oder so Stützbalken, weißt du? Irgendwie sowas. Diese Endstücke hier mit den irgendwie so Stützbalken. Ringsrum gerinderten. Ja, erstmal so probeweise mal so Stützbalken hier basteln. Das Problem ist halt nur diese blöden Koppelgedöns-Dinger halt, ne? Meine ich die Treppen? Oder die Treppen zu. Quarz-Treppen. Ich bin gerade am Gucken, ich hab ja alles hier noch keine in meinem Fichte Ding. Mehr. Ja, ich hab. Hier, Fichte. Schmeiß dir mal die Fichte hier hin und ich hol mir mal den Quarz. Mach da noch ein paar. So. So. Okay, dann machen wir da Quarzdinger hin. Wie viele Fichte braucht ihr denn noch? Fichte können wir immer gut gebrauchen. Sag ich mal so. Dann, okay, den Stein können wir da drunter wegnehmen. Das ist schon mal gut. Guck mal, was ich hier jetzt mache. Warte mal, ich hol mal kurz den Stein hier drunter weg. Nur weg. Ja. Eine Truhe. Oh, rein damit. So. Wo habe ich das Glas her? Ich weiß nicht. So, und dann könnte ich ja nochmal so und so machen. So und so. Guck mal. Geht das? Boah. Und dann hier auch nochmal die weg. Ups. Falsch. Autsch. Obwohl, ich würde sagen, da bist du jetzt auch. Obwohl, nee. Ah, muss ich mal gucken. Hundegänge ist ein wahrer Klötzchen-Fan. Herzlich willkommen. Hey, hey.
Herzlich willkommen. Dann vielen, vielen lieben Dank. So, okay. Mir fehlen natürlich jetzt wieder die So. restlichen Stufen. Welche, die hier runtergefallen sind? Nee, weiße. Brauche ich noch. Für die letzten zwei hier. So, okay. Ja, weil lauf mal hier rüber, ey. Das ist so genial, wenn du hier nach unten gucken kannst. Jetzt sieht man nämlich auch deine Farm und alles. Und dann hinten die Mimi von Mimi, die Fabrik halt. Und das, da muss noch die Erde hier weg. Das muss ich auch noch machen. Hier, die Kriegen Erde, wir die hin. hier drunter ist. Siehst du das? Jo, ich habe eine gute Schaufel. Okay. Aber lass mich Ist manchmal vorher noch zu wieder in gut. die Brücke rein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Durchgang. Ja, bin ich gerade am Überlegen. Den Durchgang ganz hinten und dann hier einfach zu. So, hier zu. Müsste eigentlich noch Gitter haben. Oh, habe ich noch? Oh, und dann mache ich den Durchgang hier. Oh. Und dann kann er das Glas hier hinten Und weg, so. ne? Ja, genau. Yeah. Ich hoffe, Das ich hau wirklich dich als gerade nicht Pinken machen. runter. Nö. Ich Okay, ich bin was am muss. machen, was ich jetzt nie machen durfte. Okay, sterben. Bin im Bett hüpfen. Okay. Bett rumhüpfen. Auch nicht schlecht. So, Das warte wirklich mal, nicht als hier Kind nicht muss machen. wieder Erde hin, sonst Die fallen wir hier. Minecraft-Kinder dürfen es schon machen. Oh, ich habe eine bessere Idee, was wir da hinsetzen. Ah. Okay, hier drunter, das Ding muss noch weg. Muss ich gucken, wie komme ich da hin? Was muss denn weg? Hier unten drunter muss noch was weg. Muss aber Ich bin eine Steckmaus hier hoch. um die Ecke. Nee, nee, alles gut. Ich muss hier nur um die Ecke. Oh. Ah, Mauern, Ja, das Mauern, stört Mauern, sonst. Mauern. Mauer. Mauer, Mauer. Dass man hier richtig den schönen Blick dann runter hat halt. Und dann noch die zwei weg. Normalerweise müsste man jetzt freien Blick nach unten haben. Okay. Okay. So, und dann kommt man nämlich hier weiter nach oben. Boah, ich finde das so genial, hier lang zu laufen. Yay. Schwindel. Ich finde das immer so lustig, wenn die Leute wirklich über so echte Brücken rübergehen. Oh, es kriegt Zahnräder. Ein Antrieb. Bin gerade am Überlegen. Ich glaube, wir machen hier hinten noch zwei Fichtenblöcke hin. Es ist eine Stützsäule. Er steht. Oi. Oder? Oh, sieht merkwürdig aus. Nee, kommt weg. Ja, ist vielleicht nur die Idee dahinter, die ist gut, aber ich glaube, da müsste man kombiniert, glaube ich, arbeiten. Dicken, dünnen Blöcken. Verschiedene Materialien, glaube ich. Es gibt nicht so viele orangene Blöcke. Nee, leider. Vor allen Dingen, die schmal sind. Orange Beton und dann die schmalen Sandsteinstufen. So, hier kann man ja dann was reinstellen, warum nicht? Oder so. Mist. Frage, was machen wir hier als Stütze noch hin?
So, auf jeden Fall haben wir ja gesagt, dass das Kupferrad, dass das Rad in Kupfer sein soll. So, ich werde mal hier das da reinschmeißen und werde mir mal das ganze Kupfergedöns da rausholen. Da ist der blöde Frosch schon wieder da drinnen. Hey. Dann geht er nicht hin. Er ist Oh, fies, jetzt hast pass du dir auf. geliebt. Jetzt Richtig hast du dir böse. geliebt. Hey, lass doch. Nein! Lass Nicht, doch. lass die einfach. Lass Die sie doch einfach da haben, stehen. die kriegen einen Hier ein bestimmten bisschen weiter Zweck rüber, noch. Moment. So, Die und haben noch dann einen machen wir den bestimmten hier. Zweck dann. Ja, ist jetzt gleich gut hier, so. Und Blue Space hat gerade, oh, vielen lieben Dank. Fünf Mitgliedschaften hat Blue Space rausgehauen. Und herzlichen Glückwunsch, Maya, Matze, Gaming Max von Berg und eine Träumerin. Und Saskia hat eine Mitgliedschaft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und mit dieser Mitgliedschaft seid ihr berechtigt, auf dem Community-Server zu kommen. Ja. Einen Monat lang könnt ihr hier kostenlos spielen. Vielen lieben Dank, lieber Blue Space. Halt, der ist falsch rum. Ah. Darum. Okay, jetzt müssen wir die Großen da auswechseln. Ich nehme jetzt einfach mal. Ja, bunt gemischt. Warum nicht? Sämtliche Kupferdinger, die ich hier habe. Ah, Gibt hopp, hier hinten hopp, links hier hopp. so. Okay. Den kriege ich hier auch noch, ohne dass ich klettern muss. Der gerade einen Frosch gesehen? Irgendwas hüpfte Ja, da ist ein Frosch. gerade. So aus den Augenwinkeln gerade. Okay. Das heißt, bis dahin. Halt! Der ist schon wieder falsch rum. Die ganz kleine äußerste Ecke anpeilen. So, okay. Okay, also das fast halbe Rad haben wir schon. Da, den brauchen wir wieder die vollen. Ja. Und dann muss ich mich langsam hochstecken. Ich muss mir aber noch Material und Froschi an der Leine. Da, Da ich will mal ist hier es gucken. angeleint. Hier haben wir auch noch Kupfer. Na, passt doch. Dann machen wir einen Teil halt aus dem Kupfer. Warum nicht? Ist doch egal, welche Farbe das hat. Hauptsache ist Kupfer. Oder? Boah. Naja. Oder hast du da besondere Vorstellungen? Keinen roten Kupfer, nur den gammeligen hier. Ich habe noch roten Kupfer. Dann nehme ich noch den hier. Dann habe ich den hier. Das war wahrscheinlich ungewachst. Ja, soll ich den anderen holen? Der ist schöner. Den Gammligen hier unten, der hier ganz unten ist. Der Nee. Fleckige. Welcher ist der schönste? Der rein blaue, den hier? Oder der Fleckige, welcher ist der schönste? Erste und letzte. Kannst du aber auch so wie hier, wie du es jetzt hast, das ist so ein Knotenpunkt, Ja, dass es so deswegen, heller ist genau, halt. hatte ich überlegt und dann unten den nämlich auch nochmal austauschen, dass da die Knotenpunkte einfach der andere reinkommt. Den hättest Du du nicht brauchst noch abmachen Hack. müssen. Ha? Was meinst du? Hättest nicht abbauen müssen. Warum? Er wird doch so, oder? Warum? Guck. Das ist nur Was einfach hast du getan? Erkläre mir, was? Du mit der nimmst Axt eine. wegklicken drauf. Und dann kriegst du auch den Wachs wieder ab. Ich hol Und mal Wachs. genau, jetzt kommen die Meldungen. Maja, nochmal herzlichen Glückwunsch. Matze, herzlichen Glückwunsch.
Ihr Max von Berg, herzlichen Glückwunsch. Eine Träumerin, herzlichen Glückwunsch. Und zum Schluss, last but not least, unsere Saskia, herzlichen Glückwunsch. Wie der Frosch einfach im Hintergrund hochgehüpft ist. Okay, das heißt, ich kann ja also einfach so random nachher so rumklicken. Okay, das heißt, ich brauche also diese, nicht die hier, bei der Sätze stellen. Okay. Okay, ich hab's kapiert. Ich bring die roten mal weg und hol mir mal die blauen. Hä? Oder grünen. Verstehst mich schon, die Gammeligen. Oh. Ich verstehe dich nicht. Gammeligen. Wir haben keinen Wachs. Gewachsen, Kupfer, Gedöns, ja. Kram, Krempel. Wir haben was? Und die roten bringe ich weg, die ungewachsenen, frischen. Ihr Mitten. Habt keine Bienen da? Doch. Hier rüber, wir haben eine ganze, welche. Es sind eine ganze Menge da. Weil die liegen halt noch deswegen die Fabrik. So. Okay, dann packen wir das hier mal rein. Dann haben wir davon noch welche. Ich muss mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was haben. Die auch noch was hingelagert? Ja, weil da ist ja mein Lager drüben in der Fabrik. Da hat sie mir ja eine. Da muss ich mal rübergehen. Ich mal hingehen. Ich hätte aber keinen Bienenwachs da gelassen. Ist kein Bienenwachs mehr da? Die gammeln doch da auf Ebene 1, 2, 3, 4, 5 und so. Ja, aber kein Wachs. Kein Wachs? Nö. Hast du in den Kisten mal nachgeguckt? Ja, ich geh mal zu den Bienchen. Okay. Aber weil hier sind doch blaue drinne. Hier sind doch. Okay, doch. Hallo, hier habe ich doch noch Deckweise. Ich habe hier noch 2,5 Stacks oxidierten. Ich habe noch genug oxidiertes Zeug hier. Ja, aber du wolltest ja auch unoxidierten. Ja, den kann man doch mit der Dingsgedöns Axt den oxidierten behandeln. Ja, aber die laufen ja wieder an. Er macht ja nichts. Das stört mich nicht. Das sieht bringt ja es natürlich gar nicht zu. Aus. Wenn die alle verschieden da aussehen, das macht ja gerade den Reiz aus. Und hallo, Padma. Bobo. Ja. Wenn du die verschieden haben möchtest, musst du sie wachsen. Okay. Ja, ich habe ja sonst. Also sonst bei den hast du am Ende nur noch nicht. Die grünen. Okay, bei den Achsen geht das. Oh. Ja, das ist doch das, was ich haben will. Gammelige, oxidierte Kupferdinger. Angerostet. Da. Ja. Die kann man ja dann hinterher dann alle so ein bisschen gammelig machen hier. Ah, einfach mal so verschiedene Stufen hier machen. Passt doch. Ah. Die alle so ein bisschen verschieden sind. So, okay, jetzt bin ich hier oben. Yeah. Nehmen jetzt mal hier so ein Hirn und dann muss ich jetzt schon. Wenn du Honigwaben brauchst, schau mal in mein Lagerhaus neben der Kuppel ganz hinten unten in der Kiste. So. Muss ich mal kurz, habe ich noch Erde? Nee, habe ich nicht, aber ich kann das auch anders machen. So. Dann kommt man nämlich auch hoch. Ja, hopp. Dann können wir die Axt nehmen und dann machen wir einfach so verschiedene Dinger da. Hopp. Neben der Kuppel? Welches Lager, was meint die denn? Ich denke mal bei ihrem Biotop da, bei ihrem biologischen Garten, da botanischen Gedönsgarten. Ich glaube, das meinte sie damit. Oder bei ihrem Grundstück, das kann auch sein. Ah,
Ja, einen Satz. Ah, jetzt ja. Was gefunden? Ja. Weil ich habe nur 15 Stück gefunden. Wir haben das. Ja. Atmen. Becken. Ab. Ich leg's mal in die Kiste. Der Frosch cheatet. Was? Der cheatet? Er schwebt. Oh Mann. Hopp. Kann man die hier wieder wegnehmen? Halt, nicht mehr das Gerüst wird abreißen. Meinst so. Dann ja, den noch und dann habe ich eigentlich alle aus. Nein, nicht so rum. Dann zu dich dran. So, nochmal. Naja, versuch so rum. So, nehmen wir wieder unsere Axt, dann kann man da halt ein bisschen spielen. Da. Okay. Autschen! Guck mal, ist dann so, haben die alle verschiedene. Man kann ja dann noch falschen und weiß ich, was alles dran setzt. Also ist noch nicht mechanisch genug, finde ich. Da fehlt noch irgendwie was. Da fehlt so der Kick noch. Also ein Rad ist es, ja, aber kein Zahnrad. Ja, ich weiß, es ist ein Rad. Es ist ein Schwungrad. Immer am Rad. Da stecken wir jetzt unseren Kai rein und dann kann er da drin laufen. Und die Maschine abtreiben. Ja, muss es ein bisschen größer doppelt, werden. Ja. Da kann er nicht wirklich gut laufen. Muss man dann doppelt machen, ne? So ein doppeltes und dann innen drin nochmal so hohl. Hätte ich auch schon. Wieso habe ich jetzt eigentlich das Ding da stehen lassen mit dem Kobbel? Rio, du hast zu früh abgerissen. Nö. Ach. Nö. Ja. Au! Ich war's. Na, warte. Nein, das ist unfair, zu den Pillagern zu laufen. Nein, gib mein Gerüst her. Gib mir mein Gerüst her. Gibst du mir mein Gerüst? Ah, Mann. Ja, ich finde das eigentlich zu dünn, das Rad, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu dünn? Also ich würde Tatsache wirklich so ein zweites daneben bauen und so wie so ein. Dann mach weißt innen. Weißt du, wie ich das meine? Zweites und dann innen drin hier noch so. Nur ein kleineres. Ein kleineres. So ein Block kleiner ungefähr. Ja, diese Dicke. Ein kleines, ja. Mhm. Hast du eigentlich mit Absicht oben einen normalen Kupferblock hingesetzt? Ja. Weil bei den anderen hast du überall geschnittene Kupferblöcke hingesetzt. Ja, nee, ich habe absichtlich da oben einen normalen hingesetzt. Also, dass die drei Knotenpunkte normale. Quasi. Ne, hier unten hast du aber einen geschnittenen Kupferblock. Ja. Und oben hast du einen ganzen. Ja, warum nicht? Ist halt ausgewechselt worden. War kaputt. Ein kleines hierhin. Das wird doch zu eng. Wie soll ich denn da noch ein kleines zwischenquetschen? Es ist ein bisschen eng. Dann verbinden die sich. Oder ich muss den hier ranbauen. Hier. Ja. Ah. Hatte ich doch gerade gehabt. Hatte ich doch gerade. Da war doch gar nichts. Hä? Ich hatte doch gerade einen Block hingekriegt. Der Frosch ist beglockt. Ich hab's doch hier hin eins. Kennst du die? Was war die Rache für die Gerüste gerade? Autsch. Aua! Unfair. Friede! Auch mal hauen. Wie geht's zu meiner Mami? Mami, sie schummelt.
Ey, das sieht aus, wenn der Frosch da mal übers Gebäude hüpft. Okay. Ender. Da bräuchte ich dann Holz. Also meins quasi eins, was nur zwei dann ist. Oder? Jetzt redet sie. Entweder machst du es zwei Blöcke breit oder wie ich es gerade gesagt habe. Oder das genauso. Ja, meine ich ja, das Gestänge quasi dann nur zwei. Also, dass das kleiner ist dann. Dasselbe quasi in Kopie plus kleiner. Wovon rede ich denn die ganze Zeit? Ja, ich muss doch Holz holen. Ich hab doch kein Holz. Kein passendes. Oder hast du noch passendes Holz? Was hätte ich denn da genommen? Ja. Fichte, glaube ich, auch. Hab ich noch jede Menge. Fichte und hab's dann rasiert. Fichtenstämme. Hier, bitteschön. Ich hab das bestimmt irgendwo in meinem Rucksack noch rum. Bin mir ziemlich sicher. So, sie meint also im Grunde genommen hier. So? Das ist aber zu dicht dran dann an dem Gestänge, oder macht das nichts? So. Na, mal unten zumindest schon mal. Da. So meinst du das, ne? Kleiner einfach. Wo? Ja. Das ist so das dicht da dran. In der Mitte ist Schwarzeiche. Es ist Schwarzeiche. Es ist. Stimmt. Und Wortmaker, warum machst du da drüben das Wachs wieder ab? Die eh nicht grüner werden. Auch die sollen alle durcheinander. Umso schöner sieht es aus. Aber wenn Blitz einschlägt, werden die wieder entoxidiert. Ach so, okay. Jetzt hast du es umsonst abgekratzt. Kratz. Da steckt kein Blitz ein, so. Da, ich guck mal in meinem Rucksack. Ah, habe ich noch schwarz, echt. Stamm. Okay. Oh, und dann hat es, glaube ich, rasiert. Und rasieren. Okay. Ja. Eigentlich hatte ich es rasiert. Ich fand es so besser. Wenn es unrasiert ist. Weil es unrasiert ist. Nein, wenn es rasiert ist. Nee, sag ich doch. Nein. Ich rasiere doch schon. Da. So, die Maße. Richtig. Jetzt muss ich wieder nach oben. Ich muss ja oben auch noch das Ding. Da. Komme ich jetzt hier wieder runter? So, hopp. Dann. So, und jetzt muss ich den Rest hier quasi wieder mit diesen Kupferdingern machen. Ja, haben wir noch. Habe ich hier noch Erde irgendwo? Bestimmt in meinem Rucksack. Und mein Hund quietscht. Genervt. Der erschnarcht oder er quietscht? Ja, jo. Und so? Den hier raus. Dahin, 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 dahin und den da wieder raus. Okay. Gefällt mir nicht. Was? Noch hier die Säule. So, denn
in die Mitte stellen. Überlege ich mir, dass wir diesen abspitzen könnten hier. Und dann so ein bisschen. So. Okay, den haben wir oben schon mal. Also bis auf das Holz habe ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das da noch zwischenkriegen soll. Okay, mal das und jetzt muss ich das machen. Das war irgendwie umgedreht. Nein, umgedreht hätte ich. Dann müsste der Erdblock dahin. Ja, da. Nein, umgedreht. Hallo. Nicht falsch setzen. So, und dann muss ich mich wieder hochstecken. Natürlich nicht da drunter. Ich den armen Villager am Ärgern. Und der muss dann Bitte? Auch wieder umgedreht. Was meinst du? Rio ärgert den armen Villager. Nö. Rio ist ganz lieb. Ja, liebste von allen. Ja. Mann, nicht in die Länge. Ich muss gleich mal nach meinem Hund gucken, was der wieder hat. Ey, das ist echt. Das ist heute wieder ein Tag zum Abgewöhnen. Doch, wem sagst du das? Ich hätte mal eher. Warte mal. Das bringt mich nämlich gerade ziemlich durcheinander, wenn der da so rumquietscht. Nicht. So, ist jetzt richtig. Da, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz meinen Hund zur Raison bringen. So, das Wort zum Sonntag. Die Werbung kommt immer so plötzlich, erschrecke ich mich immer. Ja, weil die ist laut, ne? Weil ich kann es leider nicht ändern. Ich würde es gerne mal ändern, aber es geht leider nicht. So, warum habe ich jetzt hier lauter Gerüste um mich rum gehabt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. So, habe ich jetzt alle da hingesetzt, die da hin müssen? Ja. Kann es sein, dass ich einen Denkfehler hier drin habe? Dass da mehr volle Blöcke hin müssen? Und ich zu eng bin? Kann das sein? Ja. Wisst ihr, das kommt raus, wenn mein Hund quietscht. Ja. Weil das kam mir nicht so klar. So, also hier muss im Grunde genommen auf 3. Muss ich hier gehen, richtig? Ja. Das ist aber genauso breit wie bei dem hier. So. So. Besser? Rio, guck mal bitte, weil ich sehe das immer nicht. Ich glaube ja. So. Dann mach mal die Treppen hin. So, oder? Das von innen noch? Ja, von innen muss ich noch. Ich hasse es.
Ja. So, okay. Und so. Ja. Ja, so ist richtig. Besser. Gut. Okay, dann muss ich oben nochmal hin. Okay. Ja, quetschen uns da nochmal rein. Wenn die Gerüste heute so hin wollen, wie ich das hin will. So. Okay. Okay, nochmal rauf aufs Rad. Dann nochmal fleißig abgebaut hier. Hat jemand sehr viel Spaß. Autsch! Ich hab gedacht, das ist ein voller. Ich bin. Der muss ja auch weg. So. Okay. Das heißt, da muss der hin. Er muss. Achso. Ich bin manchmal so ein Hunk. Aber ich habe schon eine Ahnung gehabt, dass sich das verbindet. Weil das siehst du ja nicht. Okay. Dann muss da einer hin, da einer hin. Dann muss hier der umgedrehte hin. Der hier hin. Der da. So. Sind das jetzt oder habe ich mich jetzt schon wieder getroffen? Der ist in die falsche Richtung. Der muss doch da hin. So, jetzt musst du stumm. Ist jetzt richtig? Ist jetzt richtig? Ist richtig? Weiß ich nicht, ich bin gerade nicht da. Ich sehe gerade nicht. Ich bin gerade im Gasthaus und Zombies. Okay. 6000 Zombies, oh, das ist aber viel. Nein, nicht 6000. Es sind drei Stück. Okay. Warum auch immer die da sind. Jetzt haben wir hier noch einen. Genau. Oh. Ja, du musst aufpassen, die sind schlagwütig. Jo. Immer auf die geilen Dicken. So, jetzt stelle ich mich mal ein Stück weiter weg und dann mache ich meinen Shader an. Ich liebe das nämlich immer so, diesen Aha-Effekt. So. Ja, den Wow. So, so sieht's aus, wenn ich jetzt den Sildur reinmache. Hm? So, jetzt machen wir mal den anderen rein. Ich finde das immer so. Anwenden. Tada. Fertig, fertig. Hoi, schaut mal. Ein bisschen Loch. Und ich habe mir überlegt, was ich machen werde, ist, was mich hier noch so ein bisschen stört, sind diese Ecken. Da könnte man zum Beispiel auch beigehen und angammeln. Aber ich finde das so schade, weil da, es gibt nämlich ab der 1.21 gibt es ja die Möglichkeit hier mit diesen es gibt dann glaube ich Falltüren aus Kupfer und sowas alles und das haben wir ja hier leider noch nicht. Aber da könnte man zum Beispiel beigehen und zum Beispiel Eisenfalltüren noch ransetzen oder sowas, das geht. Das nächstlegende ist die Akazie. Ja. Ich habe überlegt hier, weil das mit diesen Stützpfeilern hier noch so, weißt du, so eckig aussah, dass man das vielleicht auch noch schöner hinkriegt. Was hältst du von der Idee mit der Beleuchtung? Ich kurz mal was ausprobieren. Ja, diese Stützpfeiler passen da irgendwie nicht hin.
Hatten wir Fichte auch genommen. Muss man die Stützpfeiler vielleicht. Ja, so mittig kann man die ja auch bauen. So. Dann ich die Dinge daran. Beispiel. Oh. Oh, schöne Beleuchtung. Raus, wenn Na? man hier so lang läuft. Und dann kommt man hier raus. Was für eine Beleuchtung? Er hat Laternen unten rangehangen, erstmal. Bis wir was Besseres haben. Aber ich denke mal, da könnte man zum Beispiel gehen und bei Redstone-Lampen, wie gesagt, verbrauchen nicht zu viel Power, aber man könnte Glowstone nehmen mit Falltüren zum Beispiel in die reinsetzen. Das würde auch gehen. So ein bisschen was technisches Warum Licht. Glowstone? Ja, oder irgendwas, was leuchtet. Froschi-Lichter oder was der Geier. Schlicht, aber Glowstone-Lampen kommen wir schlecht dran im Moment. Ja. Aber ich sag mir, mit den Laternen ist erstmal nicht schlecht, bis wir da irgendwas anderes haben. Wenn das Nether nachher offen ist oder so, dann haben wir ja schon wieder andere Möglichkeiten. Ja, also ich muss ja nicht alles am Markt eintauschen. Ich kann ja auch mal Dinge selber besorgen. Nee. Aber das ist ja richtig, Kommt nicht in Frage. nein? Oh, spielverderber. Was Aber denn? ihr seht so, wie diese Feinheiten und diese Planungen halt wirklich aufhalten halt, ne? Und was wir jetzt noch brauchen, was ich mir überlegt habe, im Grunde genommen, man müsste hinten jetzt natürlich sich auch was überlegen, wie diese Brücke natürlich da dran ist. Obwohl, wisst ihr, wie das jetzt gerade aussieht, wenn ich mir jetzt mal die ganze, ach, wie heißen die Dinger jetzt? Diese Waschbecken. Ah, die Dinger hier. Kessel. Die Kessel wegdenke. Das sieht aus wie so eine Hebebrücke. Ist euch das mal aufgefallen? Das sind zwar keine Zahnräder, aber es ist halt wie so eine Wie wenn Apparatur, sie als wenn Hecklappen man die könnte. Brücke schwenken oder weißt du, nach oben klappen kann oder so. Man müsste jetzt im Grunde nur beigehen und dieses Kessel, also die Kessel gegen irgendwas eintauschen. Nun. Man kann die Kessel auch als Ketten sehen oder man nimmt Schleifsteine als Kette Ja. oder Falltüren als Riemen. Ja. Schwarzeich oder Fichte. Weil, guck mal, wenn man sich hier nämlich hinstellt und mit Fantasie jetzt denkt, dann könnte man denken, diese Räder sind dazu da, einen Antrieb in Gang zu setzen, die, weiß ich, die Brücke hoch oder zur Seite schwenkt halt, ne? Also in dem Falle eher hochklappt. Wird merkwürdig. Ja, die, weil die so wie so ein U-Bahn, die sieht aus wie so ein, weiß ich, Eisenbahnwaggon, weißt du, irgendwie so. Die Gitter passen irgendwie nicht. Die was passen nicht? Die Die Gitter? Gitter. Deswegen sieht es wie so ein Waggon aus. Ich geh weg, ich bin weg. Ich bin weg. Kurz mal explodiert Janus auf dem ein Hecht. Server, da hört man, ich höre immer so ein Mimimi. Mimimi. Die Ich ist habe nicht ein da. Mimi. Ich habe ein Akademie. Mimi-Diplom. Ich darf das. Die ist nicht da. Die ist So, nicht da. jetzt Meinte aber mal. eher Rio mit ihrem Mimimi. Also, Ist auch wenn, nicht da. pass auf, wenn Rio sagt, Guck. Mimi, Gitter, bläh. Bin ich da? Was würdest du dann reinsetzen? Rio? Dreifarbiges Glas? Ich mag keine Glasfenster in Minecraft. Ich bin da eigen.
Ja, was könnte Da man müssten da jetzt die Mods reinsetzen? aus Sweat Pixel haben. Ja. Mit den Glasfenstern. Das wäre cool, ja. Die Die wären würden da richtig cool, richtig ja. gut reinpassen. Ich meine, gut, sind ich könnte, halt ich könnte zum Beispiel ja als Streamer könnte ich ja sagen, okay, ich nehme Texture Pack. Aber das mache ich nicht, weil ich möchte so sein wie ihr auch. Das heißt, ich muss mit dem auskommen, was wir haben. Jetzt ist aber die Frage, Rio, was würdest du statt der Gitter da hinsetzen? Keine Ahnung, das ist jetzt so anders. Mi, mi, mi machen und keine Alternative. Mi, mi. Lass mich doch Mimin. Ich hatte den zweiten Mimi. Mi, 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 mi. Das hat auch so Mimis. Mimimi. Mimimi. Also wie gesagt, man kann hier ganz, ganz viele Details ja noch ranbringen. So ist ja nicht. Wir haben noch gar nicht die blitzigen Stäbe hier irgendwie eingebaut. Maya, bin gerade dabei. Das wäre doch auch cool, um da die Laternen aufzuhängen dran. Gehen die da ran? Wo bist du gerade, Bobo? Ach, da unten. Ich stehe hier unten. Ich guck gerade mir die Geschichte von unten draufsetzen an. Draufsetzen kann man. Meinst du so? Also draufsetzen kann man, das weiß ich. Das sieht dann noch so ein bisschen ja? metallischer aus. So, weil wenn die da so dicht dranhängen, das sieht irgendwie so aus, weißt du? Irgendwie so, keine Ahnung. Aber eher umgekehrt, dann müssten die dran. Umgekehrt? Das dicke Ende nach unten. Das dicke Ende nach unten. Das kommt mir bekannt vor. Aus Momentum. Ja. Toll. Ich finde das so richtig cool. So finde ich es find auch nicht schlecht, weil dann sind die oben festgenietet und unten hängen die Laternen drin. Ja. Guck. Ja. Ja, ich finde es andersrum richtig. Ja. Das dicke dann nach oben. Machst du andersrum dran. Ja, jetzt muss ich mir was einfallen lassen für hier hinten. Also momentan sitzt ja ja so dran. Ja, das, da kann man ja noch ein bisschen dran formen. Das sieht wirklich so aus, ey, als wenn das so eine Schwenkbrücke ist oder sowas. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Lebt ihr noch da draußen im Chat? Ihr seid so ruhig. Nö. Alle verstorben. Ah, ich kann ja mal hier so ein bisschen auf den Zaun langlaufen. Ne, sieht schon cool aus. Apparatur da. Es sieht schon cool aus. Also wie gesagt, es fällt einem ja sowieso immer irgendwas noch wieder neu ein, was man da basteln kann mit Falltüren und weiß ich was. Also was ich jetzt machen werde, ist erstmal mein Inventar leeren, weil mein Rucksack ist nämlich mega voll. Vorher werde ich noch eine Runde schlafen. Weil Ordnung muss auch sein und da ich ja, wie gesagt, immer nur hier spiele, wenn ich quasi mit euch zusammen das mache, muss ich mir halt auch die Zeit nehmen, dann immer solche Sachen mal zu machen. Es geht nicht anders. Da, langsam wird es hier kalt oben. Ich glaube, ich sollte mal mein Fenster zumachen. Bin ein stiller Zuhörer. Keine Lust, selber zu spielen. Aber wir haben es auch gleich wieder 23 Uhr. Ey, die Zeit, die rast hier immer. Es ist. Da muss man echt aufpassen. Doch. Der spielt doch gerade auf dem Server. Ja? Lebe ja, noch, der ist okay. Okay, ihr seid noch nicht in den Schlaf gequatscht worden. Das ist ein schlechtes Zeichen. Okay, ich gehe jetzt erstmal nach unten und werde jetzt erstmal mein Inventar leer räumen, weil ich habe hier so viel Krempel, das ist nicht mehr schön. So, ich werde meinen Shader wieder ausmachen. Dann ist das hier angenehmer zu spielen. So, und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt hier das Holz- und Kupfergedöns und Fichte und Fichte. Immer noch Kobbel. So, dann haben wir noch das ganze andere Zeug. Meine Kupferkiste. Da ist auch noch ganz viel Zeug drin, seht ihr.
So, dann haben wir Gitter hier noch. Weil das ist immer das A und O halt, worauf ich für mich persönlich immer achte, dass ich so zwischendurch mir einfach die Zeit nehme, um die Dinge hier auch mal wieder in Ordnung zu kriegen. War das einzigste Mal, wo es Gaia. Gaia ist hier, da kommen dann erstmal meine Wurzeln rein. Und ihr habt ja gesehen, mein Rucksack, der ist so mega voll. Jetzt erstmal alles hier rausholen, was hier nicht reingehört. Erde, Erde. Zombiefleisch können hier eigentlich auch noch raus und die Ketten können ja. Warum man nicht unterwegs? Okay. Ist metallisch, das haben wir irgendeine Lichtkiste. Dann kann man sie mal gucken. Eine Lichtkiste. Bei Kaboom. Ach, bei Kaboom. Okay. Dann schmeißen wir es bei Kaboom. Gesundheit. Dankeschön. Oh, Schnief. Ach, diese Allergien. Können die nicht mal ihre Pollen woanders hinschmeißen, als mir immer entgegen? Die Fenster sind offen, die Pollen kommen. Dann habe ich hier meine formbare Masse. Da ist das Zeug drin. Dann haben wir hier noch Kobbelstein. Frischer Stein. So, und dann habe ich noch ein Stück Zombiefleisch. Ist das jetzt bei Essen drin? Habt ihr Zombiefleisch reingeschmissen? Okay, und dann habe ich noch ein paar Ketten. So, okay, dann haben wir unser Inventar soweit wieder in Ordnung. Und, ja, Bett und sowas steht oben noch, ist aber nicht weiter schlimm. Ich habe jetzt Lust, einfach mal so chillig vor mich hin zu angeln, dass ich da mit den Erfolgen auch mal weiterkomme. Dankeschön, Dankeschön. Einfach mal so ein bisschen angeln zu gehen, warum nicht? Und einfach mal drüber zu sinnieren, was wir jetzt wie am nächsten bauen könnten. Also da drüben seht ihr ja, sind die anderen Fabriken schon. Die Honigfabrik, die Teekanne, kennt ihr noch gar nicht. Stimmt. Lasst uns einfach mal rüberschwimmen. Ich zeige euch mal Honigfarm, also was ich quasi brauche. An Zeug. Da hat die Mimikry, also unsere Bauteamleitung quasi, ist beigegangen und hat mir mal mit, zusammen mit dem Kai, habe ich mitgekriegt. Kai hat ja auch ganz fleißig angelegt, also unser Worldmaker. Genau, die haben mir hier eine ganze Fabrikanlage für meinen Kupfer hingestellt. Also einmal. Muss ich euch unbedingt zeigen. Ich finde die so witzig. Ich musste so lachen, wie ich hier auf dem Server kam. Und dann stand hier plötzlich eine Teekanne. Eine Teekanne für Honigproduktion. Schaut mal hier. Zeig's euch mal im Ganzen. Dann muss ich mal ein Stück weggehen. Da. Teekanne. Schaut mal. Das ist eine Honigfabrik. Ja, hier werden Honigwaben und alles gemacht. Ja, da ist eine Teetasse, da fließt der Honig rein. Eigentlich eine Honigkanne, wenn man so will. Hier oben seht ihr übrigens von Birdmaker die Jump-and-Run-Strecke. Da kommt man Tatsache rüber zu der anderen Landschaft, also wo quasi das noch weitergeht. Das heißt also, wenn ihr euch hier anschließen wollt, ihr könnt natürlich hier alle mitbauen. Warum nicht? Wie gesagt, Thema Steampunk hier. Ich weiß nicht, was hier noch hinkommt. Keine Ahnung. Jedenfalls irgendwas. Und hier ist die legendäre Kupferfabrik. Hier wird mein Kupfer oxidiert. Und verarbeitet. Ja, da können wir auch mal reingehen. Hier sind die großen Wachssilos, ne? Also Honig- und Wachssilos. So.
Ja, Honig, und der Honig, der wird in der Fabrik quasi zu Wachs umgearbeitet. Also so müsst ihr euch das. Das ist der Gedanke dahinter. Mit zum Eingang hier. Mit Stücke weg, dass er das sieht. Oh. Tauchi. Ja. Blue Space hockt oben im Warteraum. Okay. Sehe ich gerade. So, dann holen wir mal Blue Space dazu. Hallo, guten Abend, Blue Space. Hallo. Also, ich bin gerade hier meiner legendären Verarbeitung meiner Kupferoxidationsfabrik. Also, ihr seht hier die Honigwaben, ja, die werden hier alle verarbeitet und sagt, da kommen die Honigblöcke und dann geht das hier durch die Apparatur durch und dann kommt hier halt das Wachs raus. Und das geht halt dann unten in den Keller. Und dann können wir gleich mal in den Keller gehen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie durchhüpfen kann. Das ist mal so ein bisschen. So, und wenn ich dann Kupfer haben will, schaut mal. Da gibt es von der Ebene 1 bis Ebene 4 runter. Also Ebene 1. Ebene 2. Also ich kann die dann alle schon abbauen und neu aufstellen. Also Mimi hat mir das so gemacht, dass wenn ich jetzt hier einen wegnehme, ich baue jetzt mal provisorisch eine. Dann hat sie mir so Markierungen hingemacht. Und da muss ich dann halt quasi meine Kupferblöcke hier raufpacken. Also meine roten sozusagen, die packe ich hier rauf und dann oxidieren die. Und dann kann ich mir die holen. Und das Witzige an der Sache ist, als sie das gebaut hat, auf Ebene 4 etwas Nettes passiert. Und zwar momentan ist keiner da, aber hier hüpfen immer Schleimis durch die Gegend. Es zeitgleich quasi wie so eine Schleimfarm hier unten. Das ist so der Nebeneffekt, der hier entstanden ist. Aber ich finde diese Idee wundervoll. Also die Dinger hier quasi einzusammeln und dann nach oben zu gehen halt. Ja. Und jetzt bin ich wieder oben in der Fabrik. Ja. Das ist sozusagen meine Kupferwachsfabrik. Meine Kupferwachsoxidationsfabrik. Mit angeschlossener, wie gesagt, Honigfarm und so. Und da ist die Verhüttung, da wird das Kupfer hergestellt. Seht ihr, da oben seht ihr die einzelnen Kupferblöcke da. Ich finde das super genial, diese Idee. Und so zwischendurch, wenn ich dann komme, sind dann schon ein paar Wege hier gemacht worden halt. Weil ich bin ja hier dabei, das hier zu bauen. Da ist, wie gesagt, noch ein Treppenhaus drinne und das geht bis ganz nach oben. Und ich muss aber immer sagen, dass ich zwischendurch immer mal was anderes machen muss. Also etwas anderes bauen muss. Deswegen habe ich das Ding da oben gebaut. Und immer so ein bisschen Abwechslung. Genau, ein Slime-Shank hat sie da unten Tatsache gefunden gehabt, als sie das gebaut hatte. Also das ist so der witzige Nebeneffekt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, für meine Ernährung und alles ist hier auch gesorgt worden. Das hat quasi alles, wie gesagt, unser Worldmaker gemacht. Das ist quasi eine automatische Essensfarm für Bubu. Damit Bubu hier nicht verhungert. Automatisch. Genau. Verhungern tue ich hier nicht. Ja, es gibt so viel zu essen hier. Das heißt also, ich bin nicht immer gezwungen, im Grunde genommen, ja, hier, sagen wir mal, irgendwo anders hinzugehen. Aber da ich jetzt ein bisschen Zeit habe, weil mein Kopf eh schon ein bisschen dröhnt von dem ganzen Gebaue, werde ich jetzt einfach mal noch was zeigen. Und zwar, wir haben ja viele neue Zuschauer hier und euch so ein bisschen den Unterschied zeigen, was dieser Community-Server nämlich so ein bisschen den Unterschied macht zu denen, die ihr kennt. Also hier sitzt nämlich jemand. Schaut mal. Hier sitzt ein Steampunk-Füchschen. Ja. Und wenn man den ganz lieb hat, bisschen auf den Bauch gibt, dann ist man quasi am Spawn. Jo. Und der Spawn ist richtig cool, weil es gibt nicht nur eine Menge hier zu entdecken, ja, sondern ihr könnt hier auch ganz besondere Dinge tun. Also wenn ihr zum Beispiel hier nach unten geht, dann gibt es einen Marktplatz. Also ich laufe jetzt mal querfeldbeet ein, entschuldigt, aber bin immer zu voll, die Wege zu nehmen. Ja. So, und dann kommt ihr hier auf einen Marktplatz. Und dieser Marktplatz ist nämlich etwas ganz Besonderes.
Und zwar, jeder kennt ja das Problem, dass er, wenn er dann anfängt zu bauen, zu viel Kobbel hat, zu viel Erde hat und all solche Dinge, so unsinniges Zeug. Und wir haben gedacht, das Problem kennen wir auch gut genug, wohin damit? Also jeder kennt das, wenn er dann Lager gebaut hat, wir haben mindestens 2, 3, 4 Kisten Erde und Doppel und Kobbel und weiß ich was übrig. Und wir haben das Problem insofern gelöst, dass ihr zum Beispiel zu dem lieben Schnappi geht, den rechts anklickt und der kauft eure Erde an. Ja. Und tauscht die quasi gegen Emerald. Oder Erde gegen Grasblock zum Beispiel, für die, die noch keine Behutsamkeit haben. Solche Dinge. Ihr könnt natürlich auch unsinnige Einkäufe machen. 8 Emerald bezahlt für 32. No? Also. So, und das ist ja eigentlich im Prinzip dasselbe. Also ihr könnt auch, wenn ihr, wie gesagt, der Fokus liegt auf Bauen und Abenteuer hier. Das heißt also, wir haben euch das so einfach wie möglich versucht zu gestalten. Ihr müsst natürlich ein paar Wege zurücklegen, aber das ist ja nie weiter problematisch. Wenn ihr zum Beispiel zu Ignoramus kommt, ne, da könnt ihr dann Smaragdblöcke eintauschen gegen Rohkupferblöcke und sowas halt. Ne? Also das ist dann so ein bisschen für die Faulen. Jo. Dann haben wir hier Sibylle, Blockhead und Harrow und die tauschen euch zum Beispiel Keramik. Oder hier, den finde ich am besten. Ihr könnt den hässlichen Diorit loswerden, gegen polierten eintauschen. Den polierten nehmt ihr und tauscht den gegen Kalzit. Und wenn ihr den Kalzit auch nicht mögt, dann holt ihr euch einfach 32 Schneeblöcke. Ist nicht viel Sinn hinter, aber... So, dann haben wir einen Mr. Koppel, den Herrn Gustav. Schaut mal, der kauft euren Kobbel ab, nun, euren Kies ab. Also nun weiß... Genau. Entschuldigung. Weißen Trockenbeton ist halt schon belegt, deswegen... Ja, das macht Schnee. Ja nichts. Schnee ist doch lustig. Wenn einer Schnee haben will, warum denn nicht? Hat vielleicht kein Schneebiom in der Nähe. Warum denn nicht? Ja, und wie gesagt, der Gustav, der wird euch auch gefallen. Wie gesagt, schaut mal, der kauft euren Kobbel, euren normalen Stein, Hochtiefenschiefer und Tiefenschiefer und Kies an. Und für die Emeralds, wie gesagt, gibt es hier auch genügend, wo ihr dann beigehen könnt. Zum Beispiel, ja, Heinrich, zum Beispiel, der ist halt hier so für Schlamm, dann nimmt er Erde und Emeralds halt. Ne? Also ich habe ja mal einen groben Suff, ich brauche die nicht. So, warte mal, ich suche einen ganz bestimmten, den ich genommen habe. Wartet mal. Wo ist denn Herr Quarz? Das ist Herr Prismarin zum Beispiel. Ne? Da könnt ihr denn. Also Diamanten ist logisch, Schwämme sind selten, also ist, aber es ist erschwinglich, ne? Also da ist nicht weiter eins, wenn, wo ist denn dieser Herr Prisma? Genau, Herr Quarz ist der Einzige, der irgendwie, keine Ahnung, wie der hier in die Oberwelt gekommen ist. Das ist der Herr Nocturne, der stammt aus dem Nether. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob der da irgendwie geflüchtet ist, auf jeden Fall, wenn ihr den anklickt. Dann könnt ihr Netherziegel kaufen zum Beispiel. Das habt ihr natürlich noch nicht, ne? Netherwarzen. Das geht dann erst später. Aber was ihr zum Beispiel schon machen könnt, was ich nämlich immer mache, ich gehe quasi her, tausche meinen Kobbel, tausche meine Erde, habe ganz viel Emeralds und kaufe mir dann Netherquarz und kann mir dann Quarzblöcke machen. Und hier gibt es halt auch Seelensand und Seelenerde, damit ihr eure Fahrstühle zum Beispiel bauen könnt. Ja, die gibt es hier auch. Ja, und dann gibt es noch allerhand mehr. Dann zeige ich euch mehr. Ihr habt ja schon meinen legendären Rucksack entdeckt. Dieser Rucksack ist übrigens ein besonderer. Hallo, Bester. Wärmflasche drauf. Den kann man nämlich nicht auf dem Rücken setzen, sondern den kann man als Kopf sich aufsetzen. Ja. So, und mit dem Rucksack, wie gesagt, haben wir deswegen so gemacht, ihr könnt, also die Java-Leute können natürlich Bündel benutzen. So, und jetzt haben wir überlegt, was machen wir mit den Bedrockern? Die können das nicht. Also haben wir gesagt, die Bündel, okay, egal. Und dann hat die Mimikry sich gedacht, die bastelt uns mal jemanden, der Rucksäcke euch verkauft. Und zwar, das ist eigentlich auch ganz einfach, ihr geht in das Haus, in mein allererstes Haus, was ich hier gebaut habe auf dem Server. Da steht ein Esel vor und vor allen Dingen, wie gesagt, ihr werdet es erkennen. Dann geht ihr in die erste Etage und dann sitzt Klein Bobo da. Und wenn ihr Klein Bobo
anklickt mit rechts, wie gesagt, dann verkauft die pro Spieler einen kleinen, einen mittleren und einen großen. Das heißt also, jeder Spieler hat das Recht, quasi drei zu haben. Ihr könnt also keine zwei großen haben, sondern einen kleinen, einen mittleren, einen großen. Und das kostet euch Level. Und das ist auch nicht so viel. Also, wie gesagt, und Level kriegt man ja doch, wie gesagt, in der Version von Minecraft kriegt man die relativ, ich sag mal, relativ schnell. Ne? Also, wie gesagt, ich tausche quasi, Klein Bubu tauscht eure Level gegen Rucksäcke ein. Könnt ihr euch holen. So, laufen wir mal weiter. Wie gesagt, hier gibt es halt ganz viele Dinge zu entdecken. Und da wird halt auch immer dran gearbeitet, also dass sich das hier auch immer weiterentwickelt. Es gibt hier also überall so kleine versteckte Herrschaften, so Teile vom Bauteam, die hier rumstehen, die euch vielleicht mal ein Getränk spendieren oder so. Zum Beispiel da vorne mit diesem wunderschönen Streifendach, das ist zum Beispiel die isotonische Hopfenkaltschale-Fabrik. Und in der könnt ihr tatsächlich unseren guten Leo treffen. Also nicht natürlich nicht den Real-Life-Leo, aber ihr versteht schon, den Leo treffen. Und bei dem isotonische Getränke, also die Hopfenkaltschale erwerben. Da, ich gehe mal hin, ich sag mal Hallo Leo gleich. Und so müsst ihr halt mal wirklich die Häuser abklappern. Übrigens, der Leo, der rennt hier mal rum, also wundert euch nicht. Müsst ihr euch einen Augenblick hier hinstellen? Leo kommt. Da kommt er. Hallo, Leo. Na, bleib doch mal stehen. Leo. Leo. Hallo. Leo. Da. Herzlich willkommen in der isotonischen Hopfenkaltschalenfabrik. Ja. Also, ihr seht schon, der Leo hat's eilig. Ja, und wir haben hier noch ein paar Besonderheiten. Wie gesagt, ihr seid ja viele neue Zuschauer, also kann ich euch das ja mal zeigen. Also, erkunden macht natürlich viel mehr Spaß. Wir haben zum Beispiel ein Haus von Niki und zwischendurch, wie gesagt, da ist die Niki. Hallo Niki. Und bei der fehlen noch Sachen, weil ihr müsst wissen, als wir den Server halt hier gemacht haben, mussten wir erstmal eine Zeit lang die ganzen Entitäten hier wegmachen. Und ja, einiges ist leider noch nicht wieder da. Es gibt hier übrigens eine Achterbahn, die ist immer noch im Bau. Die ist noch nicht fertig. Die wird auch bald eingeweiht. Und das Witzige ist immer, wenn unten die U-Bahn durchfährt, dann gehen die Schranken hoch. Also dann könnt ihr da quasi nicht hier hinlaufen. Ja. Ja. Bist du noch dort? Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Ich hätte dir das jetzt gezeigt. Ah ja, okay. Ich bin ja nicht weit weg. Hier ist die Brücke. So, ich stelle mich mal hier oben hin und dann können wir ja mal gucken, ob die Schranken auf. Bist du dort? Ja, ja, ich stehe auf der Brücke. Mit dem Blick. Seht ihr das? Da gehen die Schranken hoch. Und in dem Moment fährt halt jemand vorbei und die anderen können, genau. Habt ihr gesehen? Nein, bleib stehen. Stehen bleiben. Hier muss jetzt die Lore wieder einfangen. So, dann haben wir hier einen botanischen Garten. Der hat auch so manche Geheimnisse, aber ich wollte euch jetzt mal so die Besonderheit hier zeigen. Also nicht nur, dass ihr ganz viele andere Strukturen hier findet, sondern die Besonderheit ist, wir haben auch so eine Infrastruktur, die euch zu wichtigen Dingen bringen. So, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zu der netten Dame hier und besorgen uns ein Ticket. So, seht ihr das? Einmal raufklicken, das dauert immer einen Augenblick. Links, dann habt ihr ein Ticket. Ja. Das könnt ihr hier einwerfen. Ja. Dann geht ihr hier durch und habt eine Lore. So, und dann habt ihr hier einen Bahnhof und dann steht zum Beispiel zum Starterdorf, zum Nether-Eingang, der ist aber noch geschlossen, wie ihr wisst. Dann kann man zur Burg fahren, zum Hafen fahren, die Saster-Spielecke besuchen, zur Burghütte, U-Bahnhof zur Farmwelt, U-Bahnhof, was? Zu Mr. Porter gibt es hier auch mittlerweile. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal mit der Lore zur Farmwelt. Guten Abend, lieber Lucia. Und vielen, vielen Dank für deinen Raid. Und hallo, Barandur.
Ich freue mich. So, und dann müsst ihr nicht Treppen laufen, sondern ihr könnt einfach hier einsteigen und dann klickt ihr hier hin und dann einfach stehen. So. Dann angekommen und währenddessen fährt ihr hier wieder nach oben. Ja, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also, wenn ihr andere Mitspieler besuchen wollt zum Beispiel, dann könnt ihr zu Mr. Porter gehen. Und hallo Fenris und Grenzritter, herzlich willkommen, ich freue mich. So, hier ist noch ein Bau, ne? Also es wird ständig auch erweitert. Wie gesagt, hier geht's zu Mr. Porter. Das machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal in die Farmwelt. So, hier sind wir bei der Farmwelt. Das heißt, ihr nehmt quasi eure Lore, setzt die hier hin, setzt euch rein und dann, ja, gebt Gummi. Und einfach sitzen bleiben. Ihr werdet am Ende eh aus der Lore geworfen. Also das ist alles hier vollautomatisch. Einfach sitzen bleiben, nichts machen. Solltet ihr mal stuck bleiben oder so, dann einfach Bescheid sagen. Weil eigentlich ist immer ein Admin in der Nähe. Also der da mal schnell rüber switchen kann und euch dann notfalls helfen kann. Hatten wir alles schon. Und möglichst nur Unfälle hier. Es sei denn, ihr seid in Zeiten da, die ihr alle schlafen. Ja, genau. Oder arbeiten. Also wenn ihr morgens um 4 hier drauf seid, dann könnte es dauern, bis ihr gerettet werdet. Auf jeden Fall, wie gesagt, fahren wir jetzt zur Farmwelt, weil nämlich auch eine Besonderheit von dem Community-Server ist, dass ihr keine automatischen Farm bauen müsst. Weil wir nämlich überlegt haben, wenn hier Bedrocker und Java-Spieler zusammen sind, müssen wir aufpassen, was Performance-Probleme sind und haben dann uns überlegt, wie machen wir das. Und haben dann quasi mit dem Bauteam hat das entwickelt. Das sind alles Farmen, die sowohl für Bedrock als auch für Java effektiv genug sind. Das heißt, ihr müsst sie nicht bauen. Und sie sind ja eigentlich auch sehr gut zu erreichen. Also jetzt mal so 2 Minuten mit der Logo fahren, da stirbt keiner von. Finde ich. Ich finde das immer sehr angenehm. Ich kann dann immer trinken, ein bisschen was vor mich hinklammern oder mich mit euch unterhalten. Also ich finde es praktisch. Auf jeden Fall in der Farmwelt sind alle gängigen und wir haben sogar in der XP-Farm ist eine Goldfarm mit eingebaut. Das heißt, also kommt da auch ohne weiteres an Gold ran. So, und wie gesagt, einfach sitzen bleiben, nichts machen. Ihr werdet gleich sehen, warum. Draußen bin ich. Ja. Dann müsst ihr hier eigentlich nur noch hoch. Schuh. Ab. Und schon sind wir in der Farmwelt. Wieder mal nachts. Ja. So, Farmwelt. Nachts. Schön. Okay. Egal. Okay, hier hinten. Das Ding, das große da, das ist die XP-Farm, wo auch unter anderem die Goldfarm mit drin steckt. Also dort kriegt ihr halt den gesamten Monster-Loot. Es ist also ein Spinnen-Spawner da sozusagen. Und ihr habt also zweigeteilt. Hier ist einmal für Spinnen, ne, auf die Druckplatte stellen. Und hier ist quasi mit Zombie-Skelett-Goldfarm. Also diese komischen Nether-Schweinchen da. Wie gesagt, alles hier drinne. Kann es euch auch kurz zeigen. Also ich nutze das immer, um mein Zeug zu reparieren. Da kommen schon die ersten Skelette geflogen. Irgendwie. Okay. Naja, sie kommen schon. Ich stand nicht nah genug. Also ich stelle mich mal hier drunter. So. Es kann euch nichts passieren. Seht ihr? Ja. Der Beweis, Goldfarben mit drin. So, immer schnell wieder weggehen. Und so wird es wieder voll. Der Loot, der ist hier hinten. Also alles, was sie da so abwerfen halt. Ne? Könnt ihr euch dann immer mitnehmen. Also, wie gesagt, ohne großen Aufwand. Manche gehen auch nur X, also reparieren und lassen das Zeug da alles liegen. Und wie gesagt, andere nehmen sich dann eher das Zeug mit, weil sie es brauchen. Und ja. Dann gibt es hier hinten. Ah, hier ist gar kein Boot heute. Boot wieder zurückbringen. Okay. Okay, hier fehlen Boote. Rio. Hm? Kannst du einmal Boote liefern? Hier stehen keine Sekunde. Boote mehr, die sind ja alle weg.
Also wie gesagt, da müsst ihr darauf achten, die Boote dann auch, wie gesagt, hier stehen zu lassen. Ja, während Rio mal kurz die Boote macht, werde ich mal kurz runterspringen, meine Männer einen Tee kochen, weil der ist gerade kurz wach geworden und der braucht seinen Tee. Bis gleich. So. Blub. Die Blub. Ach, wenn ich ins Spectator gehe, dann sind die ganzen Mobs weg. Denn jetzt da noch dran. Pet Block. Nee, das mit Absicht, okay.
So, guten Abend. Hallo Unjona und hallo Ninchen und Marina ist auch da und einer fällt. Ja, sorry, ich war gerade unten, ich musste gerade mal kurz einen Tee kochen. So, dann können wir ja mal rüberfahren. Weil für alle, die das nicht wissen, ich bin pflegende Angehörige und muss dann zwischendurch mal, wenn es kracht, kurz runterflitzen. So, okay. Jetzt seht ihr schon, ich bin hier auf dem Weg zur Wächterfarm. Und ich zeige gerade so ein bisschen hier unsere Farmwelt wieder mal, weil wir haben wieder ganz viele neue Zuschauer bekommen und die halt so ein bisschen wissen wollen, wie das hier so funktioniert. Dann lauft er hier rum. Also, wie gesagt, ich finde diese Kulisse finde ich so toll. Das ist so niedlich gebaut hier alles. Ich bin hier übrigens jetzt heute mal ohne Shader unterwegs, weil ich hatte vorhin massive Probleme, schon meinen Stream zu starten. So, und wenn man hier reinkommt, da seht ihr schon, könnt ihr hier zugucken, könnt ihr hier stehen, AFK oder was auch immer, und der Loot kommt hier an. Und könnt ihr euch dann mitnehmen. Also momentan ist immer fleißige Abnahme hier. Wie gesagt, wenn ihr mal so Spielpause einlegt oder so, dann stellt ihr euch hier einfach hin. Ja, und dann funktioniert das hier. Alles vollautomatisch hier. Ja. Ja, kann man den zugucken beim Sterben. Oh Mann. Ja, guck mal, der Gerät ist in Panik da unten. Hilfe. Ja. Also wie gesagt, das ist sozusagen unsere Prismarinen-Automatik, matische Farm hier. Hör zu. Und, immer mal wieder zurück. Wir müssen das Bötchen zurückbringen. Also das wäre schon ganz gut, wenn die Leute das hier auch machen, dass sie das Boot quasi immer wieder zurück machen. Oder wenn sehen, wenn keins da ist, dass sie mal selber eins vielleicht hinstellen. Wie gesagt, ich kann auch noch reagieren, wie gesagt, wenn ich es entdecke, dass sie fehlen hier. So, okay, dann fahren wir da mal wieder an den Steg und dann laufen wir mal zu unserer Froschi-Farm. Die haben wir nämlich auch und das ist eine Kombi-Farm. Eine sogenannte Kombi-Farm. Und zwar in der Froschi-Farm gibt es nicht nur Froschis, also Froschlichter, sondern das ist gleichzeitig eine Schleimfarm und eine Magma-Schleim. Magma. Magma-Creme-Farm. Magma. Oh Gott, was für ein Wort. Magma-Creme-Farm. Das heißt, ihr geht hier quasi. Ihr müsstet da allerdings beim AFK, wie gesagt, braucht man, glaube ich, gar nicht mal hier draußen stehen, sondern man kann in den Frosch dann reingehen. Also das gleiche Prinzip. Ihr könnt hier zugucken, wenn ihr wollt, die da halt alle rauskommen und ihre Dinge da machen halt. Das ist halt ein Augenblick stehen. Ah. Ah. Wuppdiwupp. Wuppdiwupp. So. Gesagt. Und dann, wenn das dann so weit getan ist, dann geht man quasi in den Puppes des Frosches. Das ist so ein kleiner Scherz von meinem Team hier. In den Puppes rein und dann könnt ihr halt hier Magma-Creme holen. Froschilichter in allen Farben halt und den Schleim. Alles vorhanden. Oder hier. Oder mal einsortieren, wenn ihr Langeweile habt und hier steht. Wie gesagt, wir machen immer so halb interaktiv. Also einer für alle, alle für einen halt. Ja, und dann gibt es halt so die ganzen gängigen Farmen halt. Es gibt Lederfarm, es gibt Wollefarm, es gibt Schweinefarm, es gibt sämtliche Gemüsesorten hier. Brot, Weizen, also alles, alles Mögliche. Also ihr seid wirklich nicht gezwungen, hier irgendwelche Farmen zu machen. Wir haben auch eine Eisenfarm, die gibt es ja auch. Halt mich jetzt auf ein bisschen. So, die seht ihr da hinten schon. Das ist die Eisenfarm da hinten. Nehmen wir mal ein bisschen Tempo hier zu. Das Ding ist auch genial. Also wie gesagt, ihr könnt euch entweder hier hinstellen. Ja, also hinstellen und da kommt das Loot. Oder wenn ihr mal keine Zeit habt, so mitten im Fluss seid, wie gesagt, dann gibt es auch hier mal Sachen. So. Und
Dann müssen wir mal hier um die Ecke. Da vorne ist die Eisenfarm und hier sind quasi so alle gängigen Tierfarmen, samt Bienenfarmen und was alles. Da hier. Eisenfarm ist eigentlich auch so gemacht, dass ihr da halt AFK sein könnt und passiert euch nichts. Geht quasi hier rein. Wird das nie. Ja, dann sitzt die Mimi hier. Hallo Mimi. Könnt ihr euch daneben setzen? Ich will jetzt. Ist nicht die echte. Ist nicht die echte, ja, das ist klar, dass das nicht die echte ist. Sonst hätte Mimi schon was gesagt. So, könnt ihr euch hier hinsetzen und einfach gammeln. Das Rundum-Sorglos-Paket, ja, weil das hat ja hoch. Das hat ja einen Grund, warum das so ist. Wie gesagt, weil wir halt den Fokus auf Abenteuer und sowas legen. Also, wie gesagt, die anderen Farmen, soweit kennt ihr ja auch. Und da hinten seht ihr etwas, das ist neu am Entstehen. Das werde ich aber erst später erklären, was das ist. Also manche, die im Stream da waren, die haben bei der Entstehung halt gucken können, was das ist. Aber ihr müsst euch den Stream angucken. Ich sage jetzt nichts zu, weil dann ist ja die Überraschung weg. Es ist etwas ganz Besonderes, was es mit dem Teil da hinten auf sich hat. Das ist unsere Überraschung, wenn der Server quasi auf den anderen Server umgezogen ist. Und da kommen ein paar Neuerungen auf euch zu. Ihr werdet euch freuen, das weiß ich jetzt schon. Mhm. Also ich habe mich gestern schon gefreut, wie ein Cola-Keks. Ja. Also wie gesagt, was habe ich hier eigentlich? Ich habe ein Ei. Werft es weg, weil ich erwartet habe, dass da kein Huhn drin ist. Und was schlüpft? Ein Küken. Hallo. Okay. Ich habe nichts gesehen. So, und wie gesagt, dann haben wir ja noch eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir mal kurz zur U-Bahn wieder zurück. Ja. Hui. So, jetzt gehen wir hier hin. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich da richtig... So, und dann fahren wir jetzt im Grunde um den ganzen Weg wieder zurück. Und dann zeige ich euch noch etwas anderes und dann werde ich dann auch so langsam zum Schluss kommen, weil, wie gesagt, Männer hört gar nicht mehr auf zu. Das wird wieder eine lange Nacht für mich. Aber das ist halt so. Ja. Ich bin ja schon mal froh, dass ich jeden Abend mit euch hier 2-3 Stunden verbringen kann. Ein bisschen von allem mich ablenken kann. Und ja. Wie gesagt, das Rundum-Sorglos-Paket, genau wie einer Fett schon sagt. Weil ich werde euch jetzt zeigen, wir haben nämlich auch eine Trading Hall. Ist auch ein bisschen anders gelegen. Und da gibt es auch etwas ganz Besonderes noch drin. Und da schauen wir uns mal an, weil da ist ja auch was Neues zu kommen, was viele noch gar nicht entdeckt haben, glaube ich. Wir fahren kurz hin und fahren kurz hin, dann kann ich was trinken. Das ist immer sehr praktisch hier. Ich liebe diese Fahrt. Man kann auch zwischendurch mal, wenn man so gerade so in so einem Baustress ist und wenn man so ein bisschen Abstand braucht, hier rumfahren im Grunde genommen. Und drüber sinnieren, wie man weiterbaut. Ist ja auch nicht das Schlechteste. So, jetzt geht's nach oben, dann sind wir gleich da. Es gibt hier übrigens auch eine Achterbahn. Mhm. Liegt unten am Hafen. Da kann man auch fahren. Aber wir haben einen ganzen Hafen. Die beim Hafen. Genau. Die beim Hafen muss ich nur mal drüber gucken, weil da Monster noch gespawnt sind. Immer da. Ja, irgendwas ist immer da. Also da, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. So, jetzt sind wir wieder am Bahnhof. So, und dann gehen wir mal zu jemandem anders. Dann müsst ihr hier in die Halle rein. Dann hier um die Ecke und dann steht der nette Herr hier. So, wieder aufs Bäuschlein drücken und dann seid ihr Tatsache an der Tiki-Bar. Hallo, schaut mal, wer da steht. Der Frei steht da. Hallo, Frei. Ja, mich. Mein Lieblingsfrei. Willkommen bei der Tiki-Bar. Und ihr könnt euch vorstellen, welche... Also viele, die so die Anspielung Tiki-Bar kennen, also das ist ja so ein Easter Egg bei uns,
was eigentlich immer auf jedem Server egal, also ich sag mal so, Kennwort Brokodiles und eine ganz bestimmte Person steckt dahinter. Nämlich unser Frei. Ja, unser Frei, der steckt hinter der Tiki-Bar. Also viele kennen ihn auch als Illuminatus. Ja, Illo. Und es ist wirklich so, dass egal wo wir sind, immer eine Tiki-Bar für unseren Illo haben. Das ist schon Standard bei uns. Egal ob bei Kroko oder bei uns halt auf den Servern. Das ist, ja, Standard. So, und von der Tiki-Bar aus müsst ihr dann hier weiterlaufen. Und wenn ihr jetzt kein Boot habt, so wie ich, dann geht ihr zu der lieben Hanna. Hallo Hanna. Und klickt einmal rechts. Und dann habt ihr ein Bötchen. Jo. So, und dann müsst ihr eigentlich nur noch den Bojen nachfahren. Das ist auch eigentlich ganz einfach. Das schafft man auch mit niedriger Sichtweite. Die haben das extra so gebaut, dass ihr also auch, wenn ihr eine nicht so hohe Sichtweite habt, hier euch zurechtfindet. Und ihr seht schon, da vorne ploppt etwas auf. Ding. Ling. Ja, so Ding Bojen, die klingeln halt ab und zu mal, ne? So, hier gibt es dann einen später, wenn das Nether eröffnet ist, natürlich eine legendäre kürzere Verbindung. Ja, hier gibt es die lustige Schaukel, die so. Ne? Wir schaukeln hier öfters mal. Ja, wir schaukeln hier öfters mal. Ich finde, da steht mir der Baum. So, und jetzt gehen wir in die legendäre Trading Hall. Also hier gibt es wirklich alles. Wirklich alles. Egal was auch immer. Also hier unten findet ihr die ganzen Handwerker sozusagen. Und momentan befinden sich hier auch die einzigen Ender-Truhen, die es gibt. Also die kann man auch nicht abbauen oder mitnehmen. Aber man kann sein Zeug da schon mal reinpacken. Ja, Ryu geht schon wieder im Feuer baden. So, super. Und... ja, und hier oben ist es dann auch so. Dann gibt es hier einen Zaubertisch. Der ist richtig lustig. Hopp. Boardmaker Soda. Ja. Ja. Auf jeden Fall gibt es hier einen Zaubertisch. Ich finde das immer so lustig. Jeder erschreckt sich immer. Dann hier natürlich die legendären Zauberer, alle mit ihren Büchern. Und dann habt ihr natürlich auch Amboss und alles. Alles, was das Herz begehrt. Also wie gesagt, auch. Da müsste auch neue wieder hin. Genau. Da müssen auch mal wieder neue hin. Genau, die sind schon ziemlich abgenutzt. Und wie ihr seht, meine Admins, die kümmern sich auch immer um die Wartung. Das heißt, die, wenn denen was auffällt oder wenn euch was auffällt, einfach Bescheid sagen, du, die Ambosse sind abgenutzt oder so. Und was auch schön ist, ihr habt hier Betten zum Schlafen. Und was es noch gibt, kostenlose Bücher. Die sind momentan leer, die müssen wir auch wieder mal auffüllen. Oh. Ja. Das war ich mal ganz viel. Da hat einer sich zu Tode gezaubert, glaube ich. Jo. Also wie gesagt, solche Sachen halt, ne? Also dass ihr da halt, wenn sowas ist, einfach Bescheid sagen. Dann wird das aufgefüllt. Also am Spawn selber gibt es auch noch, wenn ihr hinten Richtung Turnierplatz lauft. Also ihr müsst da ja ein bisschen rumlaufen, dann findet ihr auch den Turnierplatz. Hey, bin ich mir ziemlich sicher. Da gibt es auch jemanden, der zum Beispiel Pferde und Sattel verkauft. Also verschenkt. Verkaufen ist gut. Die Bücher, die habe ich sonst immer von Privaten aufgestockt. Werde ich halt welche nachher wegschmeißen. Genau, also wenn ihr mal Zeug zu viel habt, wenn ihr auch Zauberbücher habt, die ihr nicht nutzt, anstatt die in eure Kisten zu horten, packt sie einfach in die Regale da rein. Ganz einfach. Oben in den Saal, da sind mehrere Regale. Ja. In den Gang drin, also nicht bei den Betten, sondern im Gang. Da, also da, wo die Betten der Ender-Chest. Sind, genau. Bei den Betten hier packt ihr die leeren rein. Und hier packt ihr einfach die ihr nicht braucht, rein. Ich werde das jetzt die nächsten Tage auch machen, weil ich ganz viele habe, die ich nicht brauche, weil ich bin ja komplett ausgerüstet. Dann schmeiße ich die da alle mal rein. Und dann könnt ihr euch das dann auch holen, was ihr dann braucht oder so. Manchmal ist das hier so. Und dann habe ich gesehen, wie gesagt, was neu zugekommen ist, was viele von euch noch nicht kennen. Es ist nämlich fertig. Das hat die Ryu sich ausgedacht. Und meinte zu mir, komm doch mal, ne, runter.
Ja, das ist hier ein sozusagen ein Treffpunkt. Also wenn ihr genug gezaubert habt und weiß ich was und seid ein paar Leute, dann könnt ihr auch hier unten reingehen. Das erinnert mich wirklich voll an meine Jugend. Das war auch so ein schwarzer Gang. Und dann steht ihr in einer Disco. Yay! Erst mal jung. Ja, ich war mal jung. Ihr könnt hier Billard spielen und dann gibt es eine VIP-Lounge und dann könnt ihr Getränke holen und ja, alles Mögliche hier bei dem Herrn. Schaut mal. Und hier hinten steht eine Jukebox. Genau, und da ist die Musikbox. Wie gesagt, die Streamer bitte aufpassen, dass ihr keine Platten abspielt, die ihr nicht abspielen dürft, ne? Also da müsst ihr aufpassen. Oder wenn ich zum Beispiel da bin, dann sage ich euch das. Dann gibt es hier halt die wunderschöne Das Diskothek. nochmal anmachen. Ja, mach mal nochmal an. Und mit Licht. Und dann kann man hier Party feiern. Man kann hier Dart spielen. Das funktioniert wirklich. Wenn er drauf schießt. Ding. Getroffen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt da halt auch so ein bisschen Sogar die Mitte. Interaktion betreiben. Und solche Orte finden sich hier übrigens auf dem Community-Server öfters mal. Und ja, das Einzige, was wir noch zeigen müssen, ist Mr. Porter. Der Ort Mr. ist nicht Porter. ganz fertig, aber Ich sag jetzt mal, bevor wir jetzt hier umständlich durch die Gegend wursteln, ich würde vorschlagen, die Rio, die fliegt vor und holt mich nach. Weil das ist jetzt wirklich eine ganze Strecke. Das würde jetzt die Zeit ein bisschen sprengen. wo genau Also, möchtest wichtig ist du? halt nur, ihr müsst wissen, ihr müsst zum Spawn. Zum Bahnhof. Da holt mich die Rio. Also, wenn ihr von der Tiki Bar aus wieder weg wollen wollt, müsst ihr auf der rechten Seite von der Tiki Bar gucken und dort steht halt ein Herr, den drückt ihr auf den Bauch und schon seid ihr am Spawn wieder. Bereit? Jo. Tada! Du. So, und jetzt sind wir bei Mr. Porter. Mr. Porter ist auch zu erreichen über den Bahnhof. Wie ihr seht, ist hier schon ja, schon wieder Danke. neue Dinge entstanden. Ich gucke schon gar nicht mehr. Oh. So, und Mr. So Porter, kann genau. Und jetzt könnt ihr hier reingehen und jetzt ist eine Besonderheit hier. Und zwar, den Porter, den normalen, können die Bedrocker nicht benutzen. Also den hier nicht. Die Bedrocker sind im Keller. Das sind unsere Kellerkinder. Die müssen leider in den Keller, weil das eine andere Technik ist. Bei der ist relativ einfach. Dann kann ich sagen Norden, Süden, Osten, Westen. Ne? Dann kann ich da zum ersten Posten, zweiten Posten oder dritten Posten gehen. So. Ne? So, und wenn ihr da wieder raus wollt, wie war das nochmal? Nicken. Mit Nicken. Nicken. War das doch bitte? Ja, so, okay. Und für die Bedrocker, ja, also Mr. Porter ist nur für Java momentan. Die Bedrocker müssen Korrekt. vorerst erstmal hier unten in den Keller. Und dann seht ihr das eigentlich auch. Nordosten, Südosten, Nordwesten. Also ihr müsst euch schon ein bisschen merken, in welche Richtung ihr müsst. Und was jetzt Das neu dazu gekommen ist, die Porter stehen bei bestimmten Großbauprojekten. Ich sag mal zum Beispiel die Christa, die ist sehr, sehr weit weg. Und für die wäre das nee, also Popo. schon, ja. Die Ach nee, Türme, Christa geht ja die über stehen Java. alle, glaub 3000 Blöcke von Spawn aus entfernt. Alle Genau. 3000 Blöcke ist ein Turm. Also Hanna und Matze, wenn da zum Beispiel Hanna und Matze, das sind beides Bedrocker, wenn die zum Beispiel zu sich wollen, dann stellen die sich hier quasi auf die Druckplatte. Das mache ich jetzt nicht, weil ich möchte nicht spoilern, weil das machen wir ein andermal. Dann geht ihr quasi hier rauf und dann könnt ihr direkt zu Hanna und also Matze in die Nähe porten. Also wie gesagt, die Ports, also die Türme stehen auch nicht unmittelbar jetzt bei denen, weil die brauchen ja Platz zum Bauen. Und so haben wir das halt geregelt. Also, ne? Also ihr müsst dann gucken, wie viele Blöcke seid ihr ungefähr weg. Hier Christa zum Beispiel. Könnt ihr hin. Osten 3000 Blöcke. Und so hat, wie gesagt, Mimi, wenn ihr zum Beispiel Alexa, Padma und Ecki und Harald besuchen wollt, dann gehen die Bedrocker halt hier drauf. Ne? Oder wenn ihr euch mal nicht sicher seid, dann könnt ihr hier gucken, wie weit sind die weg.
Und dann geht er als Java-Spieler halt nach oben und ja. Und dann funktioniert das. Wie gesagt, das sind halt zwei verschiedene Techniken, die wir hier anwenden müssen. Aber so ist keiner benachteiligt. Ja. Und ich denke mal, das erklärt sich von selber. Ja, und dann findet ihr halt immer wieder irgendwelche Türme. So, und jetzt kann ich das zum Beispiel euch mal zeigen. Ich muss zum Beispiel in den Osten. Ich muss 9000 Blöcke. Und dann komme ich hier an. Das ist mein Turm, der bei mir in der Nähe steht. Ein riesengroßer Turm. So, und wenn ihr mich jetzt besuchen wollt, mal selber gucken gerade, ich glaube, ich muss Richtung Süden laufen. Ich muss Süden. Ich muss jetzt hier das S suchen. Hier ist ein O im Boden. Und dann müsste das S da vorne sein. Genau. Und das wird halt auch noch, wie gesagt, das mache ich mir dann auch noch richtig, weil ich muss jetzt hier quasi quer über den Sumpf. Soll ich einen Sumpf laufen? Vielleicht mag die Rio mal kurz vorfliegen, um mich zum nächsten Punkt irgendwie hinkriegen, weil sonst laufen wir uns hier tot gleich. Das ist nämlich ein ganzes Stückchen und das ist mehr durchs Wasser momentan und durch den Sumpf als was anderes. Soll ich wieder teleportieren? Genau. Also wie gesagt, ihr müsst dann quasi immer geradeaus laufen, um zu mir zu kommen. So, boing, neben die Tür gelaufen. Okay, und wie gesagt, dann kommt ihr quasi hier unten quasi, ich glaube, am Strand an und dann könnt ihr halt dem Weg folgen. Der führt euch an meiner großen Mansion vorbei, einem, ich sag mal, meinem Ferienwohnsitz und ja, und dann seid ihr hier. Also, wie gesagt, alle, die weiter weg sind, ihr müsst da keine Angst haben. Ihr kriegt auf jeden Fall immer eine Art von Anbindung, mit der ihr dann logischerweise das Farmland benutzen könnt und auch den Tauschmarkt unten. Und es wird auch noch ein paar andere Sachen geben, die mein Team gerade in der Planung ist, was sie alles gerade entwickeln. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Das Einzige, wie gesagt, was wir jetzt haben, wenn wir den Server umziehen, dann wird dieser Server auf jeden Fall ein bis zwei Tage in Wartungsarbeiten sein müssen. Das ist der einzige Faktor, ja, das einzige Negativ. Danach kannst du positiv werden. Ich bin einfach so fröhlich, weil wir das geschafft haben, das Nether zu fixen. Yay. Und ich freue mich wahnsinnig mit euch dann, mit allen zusammen den Nether zu eröffnen. Das wird so mega lustig, weil ich selber habe auch keine Ahnung. Ich weiß nur bedingt, was da unten uns erwartet. Also es wird mega lustig. Das ist jetzt schon mega lustig. Und fürs End haben wir das ähnlich vor. Aber da müssen wir halt noch ein paar Sachen fixen, weil das ein bisschen anders gemacht werden muss. Ja, wie gesagt, mit Höhen. Ihr wisst ja, Bedrocker haben andere Höhen wie Java-Spieler. Und das müssen wir halt so ein bisschen ausgleichen. Also beim Nether haben wir schon geschafft, aber wie gesagt, beim End ist es noch ein bisschen problematisch momentan. Aber ich denke mal. Da wollte ich nachher mit dir noch reden. Genau, aber ich denke mal, dass unser Server-Admin das auch hinkriegen wird. Zumindest ist er eifrig dabei. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wir haben es jetzt fast Mitternacht wieder. Ich würde mal sagen, es reicht für heute, weil wir haben ja morgen 12 Pixel vor uns. Da muss ich auch wieder hochkonzentriert sein. Genau, lieber Unioner, du musst noch mal zum Kumpel rüber, braucht irgendwie Hilfe. Mach das, lieber Unioner, und danke fürs Vorbeischauen. Und auf jeden Fall, wie gesagt, werden wir uns jetzt auch verabschieden, weil morgen haben wir 12 Pixel vor uns und ihr wisst, ich habe da so meine Probleme immer mit den Mods und da muss ich hochkonzentriert sein. Das heißt, ich brauche ein bisschen Schlaf, weil ich muss ja jetzt noch den Hundis. Muss jetzt noch spazieren gehen eine Stunde. Oh Mann, ich habe ja schon viereckige Augen. Ich glaube, der Hund geht heute mit mir spazieren, nicht umgedreht. Aber egal. Gut, ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß heute Abend und eine gute Unterhaltung und seid neugierig geworden. Ich hoffe, dass alle Gewinner heute von unseren Mitgliedschaften, also für die Kostenmitgliedschaft, Lust haben, das einfach mal für einen Monat auszuprobieren, hier zu spielen. Wie gesagt, das ist vollkommen egal, Java oder Bedrock, welche Konsole ihr nutzt, ob ihr über Handy spielt, es geht alles hier und ja, wir freuen uns auf euch. Also wichtig ist nur, die Gewinner
ab in den Discord. Wie gesagt, Serverregeln anklicken, nicht vergessen. Dann tut sich der Mitgliederbereich auf. Dort auch nochmal die Serverregeln anklicken. Und alle weiteren Infos kriegt ihr dort. Und was noch wichtig ist, wenn ihr euren Ingame-Namen dann reinschreibt, immer ein B oder J davor, jeweils Bedrock gesagt oder Java, damit mein Team weiß, wie sie euch zuordnen sollen. So, ja, jetzt habe ich ein ganz großes Gesicht. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, wünsche ich euch eine wundervolle gute Nacht. Kommt gut durch den Dienstag und wir sehen uns morgen Abend wieder. Und Rio ist ja auch auf dem Server und Sino und Cooper und Skeletto und unser Hündchen und Christa ist dabei und eine ganze Menge andere Silver. Leute noch. Ja, genau. Silver Wolf. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, freut euch auf morgen. Es wird wieder mega lustig. Ich werde wieder 1000 Tode und 1000 Anfälle kriegen, weil ich wieder nicht klarkommen werde, aber wir schaffen das. Mit eurer Hilfe schaffe ich alles. Okay, gute Nacht. Tschüss. Eure Bubu und tschüss, Rio. Nachti. Nacht. Und Nachti Kai. Nacht.